ein Traum. 30. 30, ich habe auch gerade die Glocken läuten hören, oder? Ja, dann glaube ich, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Wunderbar. Ich hoffe, ihr hört mich gut genug. Sorry, wenn ihr jetzt so laut schreie und ihr einen Tinnitus habt, weil ich habe ihn schon. Deswegen passt sie, aber ich wollte ein bisschen lauter vielleicht in die Kamera schreien. Servus miteinander zur Digiwiesen 2020. Schweiß gebadet haben wir es geschafft. Echt auf die letzte Sekunde. Danke, dass ihr auch mitmacht und dabei seid. Ich freue mich ganz narrisch und sakrisch drauf. Echt, es wird eine tolle 16 Tage, narrische Tage sozusagen, mit viel Business, viel Digitalisierung, viele Transformationen. Vielleicht transformieren wir uns ja auch noch. Also ich glaube, ich werde vielleicht bekehrter. Nachhaltigkeitsmensch, wobei bin ich schon, vielleicht jetzt auch noch Fan von dir, bin ich eigentlich auch schon, also das ist, da können wir eigentlich gehen. Transformation abgeschlossen, das war's. Also mein ganz herzliches Dankeschön an den German Mittelstand, zu dem ich natürlich auch gehöre, also danke ich mir erstmal selber natürlich, aber natürlich Andi, Carola und all die anderen, Franz Georg und Ingolf und wie sie alle da aktiv mit dabei sind und uns helfen. Fantastisch, wie das funktioniert hat. Dann bedanke ich mich natürlich bei unseren Partnern, die das Ganze auch ermöglichen. Müssen wir jetzt auch mal erwähnen, natürlich, bei der Schleifwährung ist okay. Super, wunderbar. Dann sagen wir an den bayerischen Cloud-Gott, an Joachim Astl, der auch zu uns zugeschaltet ist. Servus. Danke, dass Noris Network die ganze Veranstaltung als Hauptsponsor unterstützt. Sitzt du in Nürnberg? Richtig, in Nürnberg. Früher hätten wir immer in der Tiefgarage beim Verkehrsmuseum den letzten Parkplatz geholt und dann wären wir runtergelaufen, hätte ganz viel Benzin verblasen und das geht heute alles virtuell. Wunderbar. Also auch hier haben wir schon mal den Punkt gewonnen für die Nachhaltigkeit. Also ganz herzlichen Dank, dass du mitmachst und uns unterstützt. Joachim Astl ist Vorstand der Nordic Network AG, das auch nochmal erwähnen. Dann haben wir natürlich hier oben auch wunderbar aufgezählt Huawei als Partner, die uns heute auch nur, glaube ich, über YouTube zuschauen können, weil die gerade auf dem Weg in Urlaub sind. Machen es richtig. Dann aber natürlich irgendwann im Bayerischen Wald. Naja, aber haben gerade ein nettes Grußvideo online gestellt. Genau, also könnt ihr auch sehen auf Facebook oder LinkedIn. YouTube. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei ResMed. Carola, danke, dass du uns unterstützt oder ihr uns unterstützt. Bei dem Thema. Zwei Wörter zu ResMed, was macht ihr? Respiratory Care, also Beatmung, das ist Schlaf, also für Leute, die schnarchen, aber auch Beatmung in Zeiten von Covid-19. Also von dem her, Covid-19 hat uns wirklich ganz schön in Atem gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also spannende Zeit. Perfekt, danke. Ja, dann haben wir natürlich Palo Alto Networks. Die sind für die Sicherheit zuständig und dementsprechend hoffen wir, dass wir nicht gehackt, geknackt oder sonstiges werden. Und wir sollten vielleicht dann dem Jens Pellmer einen Gruß schicken und unser Bedauern kundtun. 8:0 hoch die Masse. Bayern gegen Schalke. Jens, Schalke-Fan. Jens, das tut uns in der Seele weh. Ich meine, wir freuen uns wahrscheinlich alle hier am Tisch für unsere Bayern, aber ganz ehrlich, das habt ihr verdient und jetzt hat es das Brotzeitbrettel abgehauen. Das ist live tatsächlich. Ja, Jens, tut uns leid, also es ist sozusagen das, was schiefgegangen ist. Das war wahrscheinlich ein Schalke-Brettel, ja, genau, was wir gerade runtergehauen haben. Lass das bitte. Gerne. Ja, also jetzt Trauer an dich, aber wir freuen uns trotzdem über das 8:0. So kann die Saison beginnen. Dann Otorio, heute sogar selbst vertreten. Servus, danke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Extra aus Israel angereist, natürlich nicht, aber der Rest der Gang schaut aus Israel zu. Und natürlich bedanken wir uns ganz herzlich auch bei Zoom. Ja. Deswegen zoomen wir auch heute. Also die unterstützen uns hier auch sehr stark. Fantastisch. Plus die ganzen anderen, die ich jetzt gar nicht alle erwähnen kann, weil sonst wären wir jetzt schon voll durch und das wäre schmarrn. Wir wollen euch ins Gute halten. Genau. Andi, aber mein Gang, danke nochmal ganz besonders an dich, weil du hast mir jetzt in der Vorzeit, wir haben relativ schnell die Digiwiesen aus dem Kreuz geleiert, also in 2 bis 3 Monaten haben wir das ganze Ding aufgezogen und Andi hat da, danke dir, du bist in meinem Herzen. Ich muss ja sagen, danke dir, Werner, weil die Idee ist von dir und am Anfang habe ich gedacht, Schnapsidee, aber irgendwie eine witzige Schnapsidee und da müssen wir jetzt einfach mal dran arbeiten und das haben wir gemacht und das so schnell, so viele Menschen. Und jetzt sind ja die Menschen immer erstmal begeistert für sowas, ja, und nicht die Firmen, sondern du musst erstmal die Menschen begeistern, dass du und wir dann insgesamt in dem Netzwerk dann so viel weitere begeistern konnten für diese Idee, eine Digiwiesen zu machen, finde ich großartig. Und aber der Hauptdank gebührt schon erstmal dir, weil du hast die Idee und du hast den Mut vor allen Dingen auch gehabt, zu sagen, ich mache das und ich investiere da rein. Das war ja, darf man ja sagen, ist ja auch eine
ein wirtschaftliches Risiko, sowas ein Stück weit zu machen. Da geht, ist ja viel, geht da viel Arbeitszeit rein. Es müssen Dinge angeschafft werden, Technik und zu machen, zu tun. Also sowas. Du hast den Mut bewiesen, unternehmerischen Mut. Das ist das, was den Mittelstand auszeichnet. Und deswegen ist natürlich dann ein Join-Mittelstand auch mit Begeisterung dabei. Außerdem hätte man eh nicht Nein sagen können, weil der Werner Gründungsmitglied ist und stellvertretender Vorsitzender von dem Club. Also insofern wäre es schwierig geworden zu sagen, na, da machen wir nicht mit. Jetzt darf ich euch noch ganz was Tolles verkünden, weil just am heutigen Tag kam auch noch der Eintrag vom Patentamt. Die Digiwiesen ist offiziell jetzt auch die Marke Digiwiesen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Auch du hast das, glaube ich, eingetreten. Ich weiß jetzt nicht mehr, irgendjemand hat das gesagt. Oh, ich schau mal aus Hamburg, ein schöner Gruß. Ulrike, hallo Ulrike, im Zirkel. Servus. Sag mal was. Dann musst du deinen Lautsprecher anmachen. Ja, du hast moin, moin, ich bin sogar für euch im Dirndl. Ja, 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 ja. Für Hamburg ist das was Besonderes. Hallo. Also für die, die das nicht wissen, Ulrike Krämer ist unsere Kontorchefin in Hamburg, vom German Mittelstand Kontor Hamburg. Und deswegen freuen wir uns, dass wir sozusagen auch national präsent sind. Bin ganz aber gespannt. Ich will das gleich mal twittern. Katja Schulz mit Hashtag. Na, wenn man daraus noch Katja macht, dann noch besser. Gut. Ja. Aber trotzdem danke. Trinken wir doch erstmal auf die Katja in dem Fall oder auf die Runde, dass wir zusammenkommen. Auf die Runde, würde ich sagen. Auf die Digi-Wiesen. Junge, wir haben ja alle nimmer. Sehr gut. Oh, schmeckt sogar fein. Ja. Auch um 11.30 Uhr, oder? Du hast dein Spezi, ja. Du hast dich ausgeklappt. Ja, ich trinke immer Spezi. Deswegen ist auch bei der Digiwiesen, bei der echten Perfekt. Und bei der Digiwiesen gibt es bei mir Spezi. Das ist doch super, na, ja. Passt ja. Ich trinke ja oft, du wirst lachen, ich trinke oft einen Tee. Ich habe oft einen Tee in Maske. In Maske. Bin ja auch wie der Stolber damals. Ja, ja, ja. Der hat ja, doch genau. Auch immer seinen Kamillentee. Ich bin ja oft auf der Wiesen ja unterwegs, auch geschäftlich ja. Sonst normalerweise. Und ich weiß nicht, so, was habe ich so, 15, 18 Termine immer so. Maske ist dann. Nee, Termine. Was? Da kannst du mich nach Hause tragen. Ich bin nicht dick, weil ich viel trinke, sondern weil ich viel esse. Ja, dann möchte ich gleich mal bei dir fragen. Also wir kennen uns ja noch nicht so. Dementsprechend freut mich besonders, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ganz offiziell Katja oder Katja? Also Katharina heißt ich ganz offiziell, ja, aber man kann entweder Katharina oder Katja sagen. Genau, und ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Dieses Jahr ist, finde ich auch richtig, dass die Wiesen abgesagt wurde, aber umso schöner ist es, dass man ja andere kreative Ideen und Möglichkeiten auch schaffen kann, wie man mit Abstand digital trotzdem zusammenkommen kann, sich treffen kann und wenn wir dann hoffentlich irgendwann einen Impfstoff haben oder ein Gegenmittel, dann können wir uns alle wieder auf der echten Wiesen, auf der Theresienwiese treffen. Darauf freue ich mich dann auch schon. Ja, wird mega. Also ich hoffe, dass wir bald eine Lösung haben. Andi, wie siehst du das mit der Wiesen? Richtig, die Absage? Ja, ich denke, es wäre nicht verantwortbar gewesen, so viele Menschen aus der ganzen Welt hier nach München zu holen und sozusagen das ist nicht mal mehr ein Risiko, das ist ja schon eine 100% Wahrscheinlichkeit, dass man sich da ansteckt. Ist ja so schon die Wiesen immer ein großer Infektionsherd. Wer kommt nett von der Wiesen heim und hat irgendwie Gruppe, Schnupfen, wie auch immer du es nennen willst. Genau. Also insofern ist es absolut, wäre es unverantwortbar gewesen, eine Wiesn durchzuführen. Und ich glaube, es wird auch solche Großveranstaltungen eher geben, als bis wir, und ich glaube, da müssen wir auf Holz klopfen, dann einen Impfstoff haben und tatsächlich uns risikolos sozusagen anstecken können. Weil ich meine, der Grippe steckt sich auch an, aber wenn du geimpft bist, bist du halt wenigstens geschützt. Das kann man halt von da spricht natürlich die Fachfrau, aber ja, insofern war es richtig, es abzusagen und genauso ist es natürlich richtig, die Digi-Wiesn zu machen, nicht als Ersatz für die echte Wiesn, aber als Möglichkeit, miteinander zu reden, miteinander Netzwerke zu pflegen, ja, und vielleicht das eine oder andere Geschäft auch miteinander zu machen, weil das ist auch ein wichtiges Momentum der Wiesn, dass man da über Geschäft redet, Geschäftsfreunde sich trifft, ja, Beziehungen pflegt. Ganz wichtig. Absolut. Beziehungen pflegen, wie habt ihr das jetzt gemacht früher bei Rechnen? Also ich meine, in Zeiten von Compliance und so ist Wiesn natürlich immer ein ganz heikles Thema, aber es macht ja einfach Spaß, mit den Kollegen hinzugehen. Ja. Und ich kann heute schon sagen, seit ich mich ins Dirndl geworfen habe, denke ich mir, oh, ich vermisse so die Wiesn. Also ich gehe einfach gerne hin, ich treffe mich gerne mit Leuten, deswegen, ich bin so froh,
dass wir hier so ganz in echt zusammensitzen und so mit Abstand ist ja manchmal auch sehr angenehm. Also Wiesn ist ja auch manchmal ein bisschen lästig, wenn man sich so zu nahe kommt mit Menschen, wo man es vielleicht nicht unbedingt will. Also von dem her, ich bin so froh, dass wir in letztes Mal Hybrid-Wiesn. Mixed oder Hybrid, ja. Oder Mixed Reality-Wiesn finde ich ganz sensationell. Also von dem her, und ich, wie gesagt, egal wie ich es erzählt habe, Digi-Wiesn, alle haben gesagt, hey, wer kommt auf so eine verrückte Idee? Und jetzt sitzt sie hier. Schon wir mittendrin standen nur dabei. Ja, Simone, auch an dich herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich habe das vorhin ja schon verlautbart, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Dementsprechend, ich reiß mich zusammen, dass ich mir zu viele Sprüche aus der Vergangenheit erzähle. Du warst ja immer brav, aber ich war ja da nicht so brav. Mhm. Wie hast du jetzt das Thema Wiesn für dich adaptiert? War das, als du die Absage gehört hast, dass du auch gesagt hast, passt? Oder? Nein, klar. Also wir sind ja als Lehrer selten in der Lage, Ansagen zu akzeptieren, aber die Ansagen akzeptieren wir aktuell alle. Das ist auch absolut notwendig. Also du brauchst einen klaren Fahrplan, den haben wir für die Gesellschaft, aber eben auch für die Schule, was natürlich für mich echt ein Problem ist. Mein Büro liegt an der Theresienwiesn. Es ist gar nicht so wie immer früher, wo die alle aufgebaut hatten und wo dann diese Pferde vorbeigeklappert sind. Dann hatte ich immer die ganze Zeit meine Fenster offen an Bavarien und dann habe ich das Klappern gehört. Und dieses Klappern, also da muss ich jetzt schon sagen, das fehlt mir schon. Ich habe zwar selber ein Pferd, aber da klappert nicht so viel, weil die sind ja anders unterwegs. Also mir fehlt das so, dieses und das Riechen und da vorbeigehen und dieses Leben, das da ist. Ich mag das sehr gerne, aber ich kann verstehen, dass es das jetzt nicht gibt. Und es ist auch gut so, ich denke mal so aus unserer Warte raus, Kinder müssen auch jetzt erleben und Jugendliche, dass das Leben draußen schon auch mit Einschränkungen geht. Sonst ist das Leben in der Schule, das jetzt so aufgesetzt werden soll, schwierig zu verstehen. Also insofern bin ich voll d'accord, obwohl mir das geklappert fühlt. Aber ich fand den Punkt von dir jetzt gerade genau richtig. Ich meine, es ist eine globale Pandemie, alle müssen sich einschränken und wenn wir die Entscheidung treffen können, auch als Gesellschaft, probieren wir Kinder wieder in die Schule zu bekommen, in die Kita, Bildungsgerechtigkeit herzustellen oder machen wir hier irgendwie ein riesen Volksfest. Da ist für mich die Entscheidung klar, da hat die Bildung und die nachfolgenden Generationen jetzt erstmal Vorrang und wir halten es jetzt auch schon mal einmal aus, uns nicht auf der Wiesn zu treffen, sondern können vielleicht eher auch dankbar und froh sein, dass wir so viele tolle Jahre immer die Wiesn bisher in dieser Form hatten und wenn es dann Impfstoff gibt, wird es ja auch wieder weitergehen. Also ich glaube, es wäre auch gesellschaftspolitisch in meinen Augen nicht vermittelbar gewesen, wenn irgendjemand das Wiesn irgendwie jetzt doch hätte stattfinden lassen. Also ich muss auch großes Lob an die Kinder sagen. Also die ich kenne, die tragen ihre Maske anstandslos. Großes Kino, wo die Erwachsenen noch ein Problem haben. Sehe ich gut genug aus? Sind die Kinder tiefenentspannt, sagen, logisch, ist wichtig, brauche ich, wo ich mir denke, Respekt, liebe Erwachsene, da könnt ihr euch echt noch ein Scheibchen von machen. Ja, und ich bin gestern, wir waren auf Klausur als Grüne Landtagsfraktion in Kelheim und dann bin ich zum Bahnhof immer mit dem Bus gefahren und das war auch der normale Schulbus. Und ich war total fasziniert. Die Kinder hatten es verstanden, dass es Mund-Nasenschutz heißt und hatten die Nase über die Maske über Nase und Mund. Und wenn man ja sonst manchmal ÖPNV fährt, denkt man sich, okay, es heißt nicht Kinnschutz, es heißt auch nicht nur Mundschutz, es heißt Mund-Nasenschutz. Also ich finde auch, das ist ja, und ich meine, es war auch eine harte Zeit, die eigenen Freundinnen und Freunde nicht mehr zu sehen und nicht jeder hat so ein Elternhaus, wo die Eltern super helfen konnten beim Homeschooling, dann in manchen Regionen hat das Internet nicht funktioniert, da muss die Politik mal was machen. Kleiner. Die Politik haben wir nicht hier. Ja, wir haben x Anträge dazu schon gestellt, leider regieren wir Grüne nicht, aber das sind so Dinge, wo wirklich Kinder und Jugendliche, das wirst du doch auch mitbekommen haben und dass sie sich auch richtig wieder gefreut haben, dass die Schule jetzt wieder losgeht. Absolut. Und die Lehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich auch, weil für die war das ja auch, wenn du deinen Beruf nicht so ausüben kannst, wie du ihn eigentlich magst und voller Leidenschaft machst und das war nicht so einfach. Nee, ist schon gut so, also so wie es jetzt ist, dass wir wieder gehen können und dass die Kids das klappt. Klappt denn so rundweg so Schulstart aus deiner Sicht? Muss man jetzt mit dem Thema anfangen. Es passt halt gerade, das interessiert mich. Also was passt, ist das, was ich gerade schon sagte, die Ansage, eine klare Strategie und auch ein klarer Fahrplan. Ohne das geht es jetzt nicht. In der Krise rumeiern, das geht halt nicht. Jetzt ist es aber so, dass wir noch eine andere Krise haben hier in Bayern, aber auch in Deutschland, die da heißt Lehrermangel. Also wir haben nicht mal mehr einen pro Klasse. Und wenn jetzt dann die Grippewelle kommt, dann
nicht live wiesen, haben wir weniger kranke Lehrer, aber wir werden sie haben. So sicher wie es Amen in der Kirche, werden die Lehrer jetzt krank werden, wie halt alle, das sind auch nur Menschen. Und das wird dazu führen, dass jetzt dann im Herbst nur mal weniger Lehrer sind. Und jetzt haben wir die schon, die schwanger sind, die sind schon alle zu Hause. Dann haben wir die Risikogruppen, Patientinnen und Patienten und die, die normal krank werden. Und das führt dazu, dass die Karre an die Wand fährt. So harte Worte. Also macht mich jetzt schon sehr betroffen. War mir gar nicht so klare Worte, aber das ist leider so und ich dramatisiere auch nichts. Aber das ist doch ein Grund, also ich bin jetzt 7 Jahre im Bayerischen Landtag und in diesen 7 Jahren, wenn wir im Bildungsausschuss darüber reden oder im Plenum, dann ist es ja jetzt kein neues Phänomen, dass wir einen Lehrerinnen- und Lehrermangel haben. In Bayern und darüber hinaus auch, ist ja hinlänglich bekannt. Und wenn man natürlich auch so Sachen macht, Bayern ist ja auch dafür bekannt, vor den Sommerferien Lehrerinnen und Lehrer auszustellen und dann nach den Sommerferien vielleicht wieder einzustellen. Das gibt halt auch als Staat der Arbeitgeber nicht so ein wertschätzendes Signal. Eigentlich müsste man ja als Staat sagen, hey, ihr seid unsere High Potentials, weil ihr unterrichtet die Zukunft. Und wir schätzen das und wir finden das gut und wir wollen euch nicht zwischendurch ausstellen, sondern wir wollen euch auch eine Chance geben, dass ihr euer Leben gut planen könnt. Und ich weiß gar nicht, was die Abbrecherquoten sind, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass einige sich denken, also ich werde jetzt hier nicht von Jahr zu Jahr immer ein- und ausgestellt, dann suche ich mir vielleicht einen anderen Job. Und da liegen sozusagen die politischen Fehler in meinen Augen schon in der Vergangenheit, die man jetzt schleunigst beheben muss. Aber das hilft jetzt für dieses nächste Halbjahr erstmal nichts, sondern da war der Fehler früher passiert. Aber jetzt können wir uns ja auch wahrscheinlich nicht Lehrer backen, so auf die Schnelle. Wir fahren nach Oberammergau und schnitzen uns. Okay, da schnitzen wir ein paar, die sind aber relativ hölzern wahrscheinlich. Also, und wer will schon hölzerne Lehrer? Wir haben halt momentan Menschen vor der Klasse, die gar keine Lehrer sind. Ja. Also insofern muss man mal da auch aufräumen. Ich wollte auf was bestimmtes natürlich raus. Na, ich versuche die Kurve zu kriegen. Wenn wir sagen, wir können uns die Lehrer jetzt nicht so schnell backen, weil ich meine, das ist ein Problem, das du auf den Tisch gelegt hast. Ich sage, ja, kann ich nachvollziehen, verstehe ich, müssen wir was machen. Aber was können wir machen? Für mich, wir haben ja auch, ich komme auf das Thema Digitalisierung. Ja. Ne? Wir haben jetzt auch angefangen, neue Formate zu entwickeln, um bestimmte Dinge am Leben zu halten. Zum Beispiel solche Runden jetzt digital abzuwickeln. Ja. Die Schulen haben angefangen mit dem Thema Homeschooling. Jetzt bin ich zwar Vater, aber mein Sohn ist jetzt 23, also das Homeschooling hat mich jetzt nicht mehr so extrem hart getroffen an der Stelle, aber andere wohl schon. Carola, glaube ich, kann da ein Lied singen. Wäre denn möglicherweise eine Digitalisierungsoffensive auch mit Lehrerinnen und Lehrern und mehr hybrides Lehren, also die Formate, die sozusagen im Homeschooling vernünftig vermittelbar sind, stärker auf Homeschooling zu setzen, also so eine Mischung zu machen. Gibt es da Pläne diesbezüglich? Gibt es da Initiativen? Ist da was auf den Weg gebracht oder sind wir da noch in Nirvana irgendwo? Also wir haben ein bisschen gepennt, ein paar Jahre lang. Und jetzt kannst du natürlich das, was du verpennt hast, nicht von heute auf morgen aufholen. Wir wollen, also ich weiß nicht, wir Lehrer sind übrigens nicht ewig gestrigen, also die immer gerne hinterher sind und die immer gerne in einem Beruf arbeiten, wo alle Welt sagt, Mensch, das ist ja alles digital und ihr schlürft hier mit dem Overhead-Projektor rum. Also das würden wir auch gerne anders haben. Wir haben uns auf den Weg gemacht, manche sind top unterwegs, andere gar nicht. Andere fahren mit dem Radl die Arbeitsblätter aus. Jetzt kann man sagen, naja, das war in dieser Phase ab März auch notwendig, weil du die Kinder nicht gesehen hast. Viele hast du gar nicht mehr mitgekriegt. Und das ist sozusagen so, wie wenn man euch, die in der Digitalbranche oder in der Medizinbranche arbeitet, die Grundlage entzieht. Ich habe gelernt, mit Kindern, die vor mir sitzen, zu unterrichten. Die sind jetzt nicht da. Jetzt machst du es anders. Und das von heute auf morgen. Also da haben wir einiges gelernt, aber da müssen wir schon noch dazulernen. Ja. Und wenn der Ministerpräsident einen Digital-Turbo zündet, dann soll sich irgendwas tun da draußen. Aber weißt du, genau wie du sagst, also mein Sohn, der ist Münchner Stadtrand und das ist einfach eine unglaublich engagierte Rektorin. Also weißt du, das war so großes Kino, wo ich gedacht habe, diese Frau, die hat es auch nicht geübt, die hat keine Weiterbildung gehabt. Das war wirklich, wo ich gedacht habe, Respekt, ja, die war super, 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 aber ich erlebe bei meiner Tochter genau das Gegenteil. Und das tut einem so leid für die Kinder, weil die sind die Letzten in der Kette und die können ja gar nichts dafür. Und einem Zweitklässler zu sagen, du, gibt dir Montag das Arbeitsplatz und am Freitag bist du hochmotiviert und hast alles geschafft. Geht nicht. Das packen die nicht. Ich finde bei dem Thema das total wichtig, dass wenn wir über digitalen Unterricht reden, dass wir nicht nur die Hardware uns angucken, also die sind
das müsste in meinen Augen eigentlich basic sein, dass jede Lehrer und jede Lehrerin entscheide, auch gut ausgestattet ist, ein gutes Endgerät haben, ein gutes Mikrofon, also aber auch jede Schüler und jede Schülerin, weil nicht jedes Kind hat halt einen eigenen Laptop oder iPad daheim. Stell dir vor, man ist irgendwie alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und soll Homeoffice und Homeschooling machen. Man hat einen PC daheim. Also das ist ja allein... Man muss ja noch IT-Support sein. Das ist ja wirklich schön. Genau, genau, das muss man. Okay, aber dann so, ich brauche jetzt das installiert und diese Connection und diesen Treiber. Also ich meine... Ja, man denkt sich erstmal, okay, let me Google this. Was mache ich jetzt? Also das, finde ich, muss die Basic sein. Auch sowas wie Glasfaseranschluss in jedes Haus, flächendeckenden Mobilfunk. Wenn du jetzt irgendwie in München wohnst, dann ist die Netzabdeckung ja ganz gut. Aber ich kenne Stories von Eltern, die mir geschrieben haben, die gesagt haben, ja, ist ja toll, ich habe eine engagierte Lehrerin, die will einen digitalen Unterricht machen, aber das Video läuft bei mir nicht, weil die Breitbandverbindung so schlecht ist. Also das ist, finde ich, die Basic-Hausaufgaben, die der Freistaat Bayern, sorry, dass ich so hart sagen muss, einfach verpennt hat. Also da sind andere Länder so viel weiter. Aber die, nicht Bundesländer. Zum Teil. Also andere Staaten, aber also andere Staaten sind auch, viel auf jeden Fall weiter, aber zum Beispiel auch bei den Bundesländern das Thema Digitalpakt, da hat ja die Bundesregierung Geld zur Verfügung gestellt. Mein Kollege fragt gerade ab, wie viel denn Bayern überhaupt schon abgerufen hat. Wir wissen von der Bundestagsanfrage, dass Bayern da im hinteren Feld ist, was das bedeutet, die Mittel abzurufen. Und da frage ich mich, sorry, also das muss funktionieren. Aber neben dieser Hardware ist das, was wo ich dir zustimmen würde, muss natürlich auch die Software sozusagen funktionieren. Man kann nicht zu Lehrerinnen und Lehrern sagen, okay, jetzt mach den perfekt pädagogischen digitalen Unterricht. Also wo ist da die Weiterbildung? Wo ist da die Qualifizierungsoffensive? Das sind halt Dinge, die man auch eindeutig verpennt hat. Und da gibt es dann manche... Ist man da schon aufgewacht? Das wäre meine Frage. Ist da der Landtag... Nee, die Lehrer schlafen noch. Es geht nicht um die Lehrer. Die Lehrer, das ist ja so ein Train the Trainer. Aber ja, wenn ich einen Train the Trainer machen will, brauche ich ja irgendwo mal jemanden, der sagt, ja, okay, wir brauchen einen Train the Trainer, wie Kat das ja meiner Meinung nach vollkommen zu Recht sagt. Mhm. Ne? Aber gibt es denn schon eine Initiative, die sagt, okay, wir machen jetzt eine Ausbildungsoffensive für unsere Lehrerinnen und Lehrer, damit die diese Skills mitbekommen, die sie brauchen, um ihren Job ordentlich zu machen? Weißt du, das Brutale ist halt immer, das World Wide Web gibt es jetzt seit 31 Jahren, ja? Ach schon? Und das muss man einfach, das finde ich immer so unglaublich. Also das ist ein Kind, das erwachsen ist, geheiratet hat. So lange haben wir das schon und wir versuchen es immer noch so... Hoffentlich geht es nochmal weg. Ja? Das ist nur ein Trend. Also das ist schon manchmal echt hardcore. Ja? Also es ist ja nicht nur die Schule. Aber wenn ich mir in meiner Arbeit vorstelle, mein Chef kommt und sagt, so jetzt nehme ich den Rechner mit, mach mal schön weiter. Ganz ehrlich, wie viele Unternehmen gehen pleite, wenn du sagst, so, tschüss Rechner. Also das muss man so mal übertragen auf die Gesellschaft. Ja? Also in gewissen Bereichen, ich meine, hi Joachim, servus, da ist es ja fester Bestandteil von allem. Ja, und in der Schule, da tun wir so, wir werden das nicht bräuchten. Das, was du sagst, ist auch das, warum ich immer gerne, wenn der liebe Werner einlädt, da bin, weil dieses über den Zaun schauen, das ist ja wohl notwendig. Also wir können nicht in dieser Bubble-Schule irgendwas tun, was man seit den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Und die Welt da draußen ist anders. Und dann sagt die Welt da draußen natürlich so, hey, hallo, hast du auch schon mal gemerkt, dass es da irgendwie anders geht? So, und jetzt müsst ihr mal deine Welt und die Welt da draußen zusammenbringen. Und da müsst ihr mal den Marsch blasen. In 7 Minuten wäre der eigentlich anstehen. Ja. Schon, irgendwie bist du schon traurig, was da gerade passiert. Achim, du musst jetzt gleich mal was dazu sagen, glaube ich, in die Runde. Du bist ja sozusagen derjenige, der das Thema Vernetzung und Anbindung zum Beispiel wahrscheinlich technisch am besten beurteilen kann von uns. Hast du den Überblick, wie schaut es denn aus in Bayern? Wie schwierig ist es eigentlich, die Schulen zumindest mal von der Infrastruktur besser zu machen? Kannst du da was dazu sagen? Ja, die Schwierigkeit ist, dass einfach nicht genügend Beamte sind, die die ganzen Anträge bearbeiten. Und was ich auch miterlebe, gerade im IT-Sektor, sind einfach verdammt viele Planstellen in der öffentlichen Hand zu finden, wo ich merke, selbst wir als freie Wirtschaft haben schon Schwierigkeiten, die IT-Fachtalente zu finden. Und da ist es in der öffentlichen Hand mit ihren Beamtentarifen und Ähnliches natürlich noch viel, viel schwieriger, sodass Projekte einfach nicht nach vorne kommen. Also an der Stelle ist da einfach auch da eine Knappheit zu sehen. Wenn ich da mich kurz anschließen darf, ich sehe da schon das Problem, ein Führungsproblem.
Weil wer ist für das zuständig? Wer ist so wie im Unternehmen? Das ist eigentlich ein Prozess, den du managen musst. Und dafür haben wir eigentlich einen Kultusminister. Und dass jetzt im September wieder die Schule losgegangen ist, das war am Anfang der Sommerferien klar. Genauso wie es auch schon irgendwie nach den Oster- und nach den Pfingstferien klar war, dass wir irgendwie in der Pandemie irgendwie Schule machen müssen. Und ich kenne auch unzählige Lehrerinnen und Lehrer, Direktorinnen und Direktoren, die sich aufgearbeitet haben. Die, glaube ich, also die auf so einem Level waren. Aber es kann doch nicht sein, dass irgendwie, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber jede Schule das irgendwie selber für sich irgendwie Best Practice erarbeiten muss. Da erwarte ich Führung von einem Kultusminister, der ab dem Zeitpunkt, wo wir wussten, es gibt eine globale Pandemie, wir gehen in den Lockdown, irgendwie hier mal sein Projektmanagementplan ausgefahren hat und gesagt hat, okay, jetzt erstmal Bedarfe, was ist am wichtigsten? Also wer braucht erstmal die Infrastruktur? Was können wir beschleunigen? Wo müssen wir noch länger mit irgendwie um die Runden kommen und dazu dann halt klare Kommunikation? Also ich weiß nicht, wie das ihr als Lehrerinnen und Lehrerverband gesehen hat, aber ich habe von Eltern ganz oft gehört, das, was sie am fuchsigsten gemacht haben, war die unklare Kommunikation. Da wurde irgendwie Freitag mal so eine Mail an die Schule geschickt, Freitagnachmittag, und dann sollte am Montag irgendwas Neues passieren. Ja, sorry, also wir haben schon erkämpft, dass wir ein freies Wochenende haben in der Gesellschaft. Dann wurde es trotzdem irgendwie gemacht, aber da muss man doch mal lernen, dass man dann nächstes Mal sagt, okay, jetzt schicke ich es vielleicht mal am Montag raus, damit man 5 Arbeitstage hat, dass die Schule, die Eltern, die Betreuung sich darauf vorbereiten kann. Also wie wart ihr da so eingebunden? Nein, also man kann das runterpacken und sagen, was geht in der Krise und was lernt man aus der Krise? Also dass das im März nicht funktioniert hat, ich meine, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, realpolitisch kann man jetzt mal ganz kurz sagen, da konnte sich jetzt nicht jeder vorbereiten. Auf die lange Strecke jetzt. Genau, darum soll es funktionieren. Und Eltern brauchen alle Informationen. Also ich muss wissen, wie geht es nächste Woche weiter. Ich soll ja irgendwie die Arbeit gehen oder mit meinem Mann absprechen oder mit der Oma oder so. Also das ist verdammt wichtig, eine gute Kommunikation zu leben. Ich meine, man muss vielleicht mal kurz einfügen, ein Lehrer hat bis dato noch nicht mal eine Dienst-E-Mail. Also wir haben private E-Mails und private Endgeräte. Und jetzt würde ich schon mal gern abfragen wollen, Big Business, das hier vertreten ist, ist denn das in großen Unternehmen? Hat also jeder seine Susi hübsch at irgendwas Mail? Da sollten wir vielleicht schon irgendwie mal auch da das von oben nach unten orchestrieren. Absolut, aber und das haben wir verstanden. Die Frage ist ja, wir reden ja immer, wir haben viel Verbände. Also wir können jetzt auch nicht über Nacht Glasfaserleitungen bis nach Hinterdupfen führen. Das funktioniert einfach jetzt. Nein, aber das passende Endgerät kriegt man am Markt. Also es ist ja jetzt nicht so, also die globale Lieferkette läuft wieder. Es ist jetzt nicht so, dass hier keine Produkte nach Deutschland kommen. Also diese Ausstattung, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer nicht mit einem privaten, ich bin mir sicher, es haben sich unzähligen selber einen besser funktionierenden Laptop gekauft oder Computer. Aber sorry, das muss der Arbeitgeber zu bereitstellen. Da will ich mal an einer Stelle einhaken. Oh, jetzt wird es laut. Jetzt kommen wir bei uns vorbei. Jetzt geht es halt Richtung, jetzt kommt Einzug bewiesen wird, es ist nicht, sondern Einzug der Kapelle aktuell hier im Hofbräukeller in München. Jetzt bringen wir dann in eure Wohnzimmer. Jetzt, genau, müssen wir fast mal die Kamera drehen, damit ihr das sehen könnt. Ja. Kriegen wir es, glaube ich, jetzt so schnell hin? Ja, das ist gleich vorbei. Wir gehen jetzt rein. Bei der Hofbräukeller heute ist komplett ausgebucht. Deswegen sitzen wir auch im Garten sozusagen, weil es aber schön ist bei dem Wetter. Aber fast alle Wirte in München feiern ja heute sozusagen die Wirtewiesen. Und deswegen sind sehr viele Menschen unterwegs. Und hoffen wir, dass auch alles gut geht, dass die Hygieneregeln eingehalten werden, dass der Abstand bleibt, die Leute vernünftig bleiben, Hände waschen. Und auch nach der zweiten Maske ist man möglicherweise immer noch gefährdet und immer noch ansteckend. Also auch da ist es nicht geraten, die Maske abzunehmen und die Nachbarin zu fusseln, die man möglicherweise gar nicht, mit der man möglicherweise gar nicht verheiratet ist oder sonst wie in einem Haushalt lebt. Und auch in Nicht-Pandemie-Zeiten busselt man nicht einfach die Nachbarin, sondern fragt erst, ob das für die auch okay ist. Das will ich hier noch einwerfen. Ja, das ist aber sowieso selbstverständlich. Ja. Das lernt ein bayerischer Bub von klein auf, dass er die Genehmigung sozusagen braucht. Gehen wir wieder über die Schule. Aber ja, kommen wir nochmal zurück. Also meine Frage war ja dahingehend, also Glasfaser können wir nicht über Nacht hinkriegen, aber eine E-Mail-Adresse müsste doch eigentlich schnell angreifbar sein. Das muss jetzt natürlich vom Kultusministerium wahrscheinlich vorgegeben werden.
warum dauert das so lange? Liegt es jetzt einfach an diesen Wegen, die da draußen Unterschiede brauchen? Ich glaube, wir bräuchten tatsächlich... Da brauchen wir jemanden einfach, der mal sagt, bitte. Ja, aber was ich glaube, es braucht den Punkt. Warum hat man die ganze Zeit um die Schule gemacht? Also, wie kann das sein? Es ist ein großes Land. Wie konnte man jahrzehntelang ein Bogen um die Schulsystem machen? Ich sage, ihr bleibt aber außen vor. Ja, aber wir reden jetzt, das war damals, ich glaube, da ist ja alles richtig, dass wir da viel verpennt haben, brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber warum können wir jetzt nicht sagen, so, jeder Lehrer kriegt Mobile oder irgendein Device oder was weiß ich. Also, ich meine, ich betrachte das jetzt aus meiner Brille. Ich habe jetzt 7 Jahre Landtagserfahrung, 5 Jahre davon CSU allein regiert, jetzt schon 2 Jahre CSU-Freie Wähler regiert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, meine subjektive Erfahrung, dass das Thema Bildung und Schule gerne von der Regierung so in Sonntagsreden oder so als total wichtig erachtet wird. Aber wenn es darum geht, wie viel Geld stecken wir da rein, bezahlen wir Lehrerinnen und Lehrer volle 12 Monate oder nur 11, dass es dann, wenn es dann zu den entscheidenden Abstimmungen im Landtag ging, das dann zum Beispiel abgelehnt wurde. Also dieses Beispiel mit dieser Ausstellung, die 6 Wochen, ich sage das deswegen immer wieder, weil ich so unverantwortlich finde. Stellen Sie sich mal vor, man hat gerade Lehramt studiert, ist damit fertig, will ins Arbeitsleben starten, will vielleicht selber irgendwie Familie gründen, da brauchst du auch Planungssicherheit. Und jedes fucking Juli wirst du wieder ausgestellt und im September vielleicht wieder eingestellt. Und diesen Antrag stellen wir Grüne auch wie eine Schallplatte, immer wieder im Sommer, und es wird immer wieder von der Regierung abgelehnt. Und da sehe ich das, dass es aus meiner Sicht am politischen Willen fehlt. Und noch eine Kritik, wo ich auch finde, wo man einfach besser werden muss, ist nicht Vergangenheit schaut, sondern nach vorne. Ich meine, wenn wir uns die Corona-Debatten angeguckt haben, die führte sich am Anfang viel um Gesundheit, das ist richtig, dann sehr schnell um die Wirtschaft, das finde ich auch richtig, dann ging es sehr lang um irgendwie Fußball-Bundesliga-Geisterspiele und so die Bedürfnisse von Kindern, von Frauen, von Jugendlichen, von Schule und Bildung, hatte ich das Gefühl, also meine Wahrnehmung in diesem Landtag, das wurde am Rande gestreift. Oder wenn wir Grüne beispielsweise das in einer Debatte nach vorne gestellt haben und gesagt haben, so, was macht ihr denn da? Auch Solo-Selbstständige, Künstlerinnen und Künstler. Das war immer so ein bisschen, oh, wir kümmern uns erst um andere. Und das, glaube ich, ist schon eine politische Haltung. Also du kannst ja auch als politischer Akteur und wenn du in Regierungsverantwortung bist, Schwerpunkte setzen. So wie man als CEO vom Unternehmen auch entscheiden kann, gehe ich diesen Weg oder gehe ich diesen Weg? Und da, glaube ich, muss jetzt der Blickwinkel geweitet werden. Die anderen darfst du nicht runterfallen lassen, aber du musst die Bildung, Kinder, Schule, Familie, Jugend, Themen stärker nach oben heben. Und das ist eine politische Verantwortung, die ich finde, die der Kultusminister, aber auch der Ministerpräsident natürlich machen muss. Bin ich bei dir und stell mal eine Frage an euch beide ganz gezielt. Ist denn diese von mir so empfundene sehr starke Zentralisierung von Bildung auf Land, also sozusagen vom Kultusministerium aus gesteuert, von Vorteil oder vielleicht sogar von Nachteil? Oder anders gefragt, sollten wir vielleicht nicht einfach mal den Schulen und den Schulleitern die Freiheit geben, eigene Budgets geben, Rahmenbedingungen stellen, sagen, du brauchst entsprechende Infrastruktur. Es gibt genügend Unternehmen draußen, die können dir helfen. Es gibt Spezialisten. Ein WLAN in der Schule aufbauen muss nicht vom Kultusministerium 3 Jahre lang ausgeschrieben werden. Das kann man auch einer findigen Unternehmen sagen, so macht man es. Da werden zwar sicherlich dann vielleicht suboptimale Lösungen mal bei rauskommen, ein oder andere, wo man nachkorrigieren muss. Aber wäre nicht die eigenverantwortliche Schule mehr Raum für die Schulen selbst, vor Ort zu entscheiden, was brauche ich denn? Weil die einen haben Probleme im WLAN, die anderen haben es nicht. Die einen haben Probleme mit der Ausstattung, die anderen haben es nicht. Die einen haben Probleme mit der Ausbildung ihrer darf man hier herkörpern, das sage ich, das Wort ist furchtbar, aber Lehrerinnen und Lehrer und die anderen halt nicht. Aber da wäre es doch vor Ort die Entscheidung viel besser angesiedelt, als es immer zu zentral im Kultusministerium zu halten. Und damit kann ich nicht buchen? Ja. So für so ein Keynote zwischendrin mal, wenn wir so Vorträge halten. Natürlich. Weil die Ansage, die du jetzt gemacht hast, ist ja die, die wir seit Jahren machen. Viele Verbände, viele Lehrerinnen und Lehrer und viele Schulleiter wollen das, viele tun das auch schon. In Krisenzeiten soll derjenige, der vor Ort sitzt, die Karre aus dem Dreck ziehen.
Und in schönen Zeiten ist es dann der Kultusminister oder besser zur jetzigen Zeit der Ministerpräsident. Also das ist genau der Punkt, wann ist sozusagen die Karre aus dem Dreck zu ziehen, und ich war 12 Jahre lang Schulleiterin, und du sollst vor Ort alles bieten, und wann gibt es Erfolge abzuhalten. Ja. In der Corona-Zeit hättest du vor Ort die gebraucht. Achso, ich muss mal trinken. Hier im Hofburgkeller live. Prost. Prost. Und um das zu Ende zu bringen, das Krisenmanagement zeichnete sich dadurch aus, dass die Schulleiter vor Ort anpacken mussten, so wie du es vorher gesagt hast. Jetzt gab es aber natürlich viele, die das nicht gewohnt waren. Und du kannst nicht in einem hierarchisch organisierten System, wo du bis dato brav alles gemacht hast, was von oben kommt, und wenn so ein kultusministerielles Schreiben kommt, um Gottes Willen, was machen wir jetzt hier machen? Dann gab es runde Ablagen. Manch mutige Schulleiterinnen haben dann die gefunden. Aber jetzt zu sagen, du musst es an der Schule vor Ort reißen, in der Krisenzeit, wo es auch noch um die Gesundheit der Bevölkerung ging, also nicht mal, magst du Ganztag oder magst du nicht Ganztag, das ging nicht. Also meine These war, in der ganzen Zeit seit März, die eigenverantwortliche Schule ist definitiv an die Wand gefahren. Wir haben über 200 kultusministerielle Schreiben, die dann sehr zeitnah kamen, und die haben dann, um Gottes Willen, also jetzt ist Freitag, es ist 12 Uhr, wen muss ich alles informieren? Wo habe ich noch die Konferenz, wo habe ich die E-Mails, wo sind die Eltern, wie mache ich das mit den Kindern? Also dieses Top-Down hat bis dato immer funktioniert, so haben wir es gelebt, und jetzt auf einmal zu sagen, Bottom-Up, ja, das geht nicht so easy. Ja, das ist ja, ich meine, da empfehle ich jetzt kleine Werbeblock, wir haben ja neben den Mittagswiesen auch unsere Roadshow, und wir haben am 29. Roadshow Stop by Smart Village, und da haben wir die Überschrift New Work, wird ja auch viel diskutiert, New Work, neues Arbeiten, und New Work heißt loslassen, ja, liebe Chefs. Ja. Könnt ihr mal jetzt erweitern und sagen, New Work oder auch New Learning oder New School oder wie auch immer, heißt loslassen, liebe Kultus, Schulminister oder wie auch immer. Aber auch Fehler machen dürfen. Weißt, natürlich, das gehört dazu. Dieses Loslassen, wir Deutschen, die wollen ja immer alles genau und perfekt machen. Ich glaube, deswegen dauert es auch manchmal ein bisschen zu lang. Datenschutz außer Frage, wichtig, aber auch mal zu sagen, lasst uns doch mal anfangen, und wenn wir merken, das geht nicht so ganz in die richtige Richtung, lieber kurz danach zu sagen, okay, wir müssen es ändern, als 3 Jahre lang vor sich hin zu wischen und dann halte ich uns selbst. Ja. Diese neue Welt mit dem Thema Digitales ist halt einfach eine wahnsinnig schnelle Welt. Ja. Und wenn die 3 Jahre brauchen, bis sie sich ausdenken, welches Laptop da angeschafft wird oder welches Tablet angeschafft werden soll, ja, dann sind diese Tablets garantiert schon längst wieder outgedatet. Also, ich habe jetzt aber mal eine ketzerische Frage. Ich finde, gerade die Corona-Krise hat ja eigentlich gezeigt, dass Politik, wenn sie muss, doch recht schnell sein kann. Ja? Also, was ich sehr positiv finde, weil A, mache ich Politik, und B, bin ich davon überzeugt, dass wir starke, mutige Politikerinnen und Politiker brauchen, weil wir noch weitere Herausforderungen auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte haben werden. Und deswegen finde ich es ja so absurd, dass dann bei eigentlich sowas Entscheidendem wie bei der Bildung es eben nicht so klar und durchorganisiert und mit dem Fokus an diese Themen rangegangen ist. Und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ich glaube einfach, wie immer im Leben, kommt es auf die Prioritäten an. Wenn man das von Anfang an auf die Prio gesetzt hätte und einfach auch mal früher sich zusammengesetzt hätte, und dann wären auch einfach so Dinge wie Fehler machen, da schickst du es einmal am Freitag raus. Aber spätestens dann musst du am Montag als Kultusminister die vielleicht denken, oh shit, das war nicht so gut, da hatten wir ja nur das Wochenende Zeit, und dann musst du doch einen internen Lernprozess in deinem Ministerium anfangen und sagen, okay, Order ist jetzt, wird nicht mehr Freitag rausgeschickt, sondern wir werden uns jetzt bemühen, allerspätestens irgendwie Dienstagabend, dann haben sie noch 3 Tage. Also das hat mir so gefehlt. Aber hast du den Eindruck, oder ihr beide, habt ihr den Eindruck, man hat das jetzt verstanden? Also weißt du, die Kinder sind zurück in der Schule, alle Eltern denken sich, puh, ja, hoffentlich bleiben sie es noch lang. Aber habt ihr den Eindruck, da tut sich jetzt was? Also ich bin ja da weiter außen vor, und ich habe leider nicht den Eindruck. Aber ich lasse mich
wirklich wahnsinnig gerne eines Besseren belehren. Bei was tut sich was? Ja, dass da so ein Umdenken, eine Repriorisierung stattfindet, dass man sagt, ah, vielleicht sollten wir jetzt doch noch mal ein bisschen höher in der Prioritätenliste gehen. Also Richtung Politik jetzt. Ja, ja, also so das ganze, ich sag mal, das ganze Schulsystem, ich meine, das ist also unglaublich vielfältig. Deine Frage kann man so sagen, gibt es nur taktisches Krisenmanagement oder gibt es vielleicht auch strategisches Denken? Also es gibt ja taffe Lehrerverbände in Bayern. Ich kenne nur einen, aber es gibt andere, die genau das tun. Also aus gelernten Lernen war so ein Slogan von ganz oben, das tun wir jetzt. Aber ich möchte schon mal sagen, also es ist nicht nur der Politiker oder der Bildungsausschuss oder die Schule, die anschiebt, sondern wir sind schon eine ganze Gesellschaft und eine Schule verändern geht nur mit Menschen. Deswegen bin ich ja so dankbar, wenn wir jetzt hier sitzen und es geht durchaus ziemlich zentral um Bildung. Und ja, und das hören die Menschen und die gehen da mit, weil da müssen mehrere dazu. Mach mal ein Beispiel. Als der Ministerpräsident sagte, Corona sitzen bleiben gibt es nicht, da brach die Welt zusammen da draußen. Und zwar wie jetzt? Man kann gar nicht sitzen bleiben. Ja, wenn ich nicht sitzen bleiben kann, warum soll ich denn dann lernen? Das ist keine Schulaufgaben. Ja, nein, also da mache ich doch nicht mit bei der Videokonferenz, keine Schulaufgaben. Die holt das Blatt gar nicht ab, erst am Freitag. Die benotet es gar nicht, die schreibt gar nicht mit Rot da drauf. Nee. Also, wisst ihr, was ich meine? Also so diese Idee von Schule ist dazu da, Zweier und Dreier zu kassieren, Hauptsache die 233, damit ich dann zum Gymnasium gehen kann. Und da hängen wir alle drin. Also da sitzen wir alle in einem Boot. Wir wollen das nicht. Die Kinder finden es zum Kotzen in der vierten Klasse. Die Mama will es auch nicht. Hauptsache aber dann am Gymnasium, dann war es gar nicht so schlimm in der vierten Klasse. Also wir müssen schon gucken, dass wir alle zusammen Bildung neu denken und nicht sagen, da soll jetzt der Herr Minister Piazzolo und jetzt macht der Söder noch einen Digitalgipfel und noch einen Schulgipfel und vor lauter Gipfel und vor lauter Reden passiert dann auch nicht viel. Also wir müssen miteinander gehen und da brauchen wir auch die Eltern dazu, die akzeptieren, dass Schule mehr ist wie Mathe, Deutsch und Englisch. Aber was würdest du dir von so einer Working Mom mit mir wünschen? Also weißt du, für jemanden, der einfach Vollzeit arbeitet und wirklich gern arbeitet. Also es gibt wirklich Mütter, die gerne Kinder haben und gerne arbeiten. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja. Was würdest du dann sagen, hey, Carola, hör mal zu, du wärst ein guter Treiber für diese Veränderung, wenn... Also das, was wir jetzt hier tun, ist absolut mehr wie der erste Schritt. Dass man das thematisieren darf, dass man sagen darf, hey, hast du auch schon mal drüber nachgedacht, kommt es wirklich nur auf die Note an in der Schule? Was machen denn Noten mit Kindern? Und dann, dass wir sowas diskutieren mit, ihr wollt Menschen haben, die High-End in diesen Unternehmen arbeiten, Stakeholder der Digital, was weiß ich was dann, ja, machen wir denn das mit denen? Wer flog denn auf die Nase im Homeschooling? Der nicht eigenständig lernen konnte. Dann haben die Eltern gesagt, also ist ja unerhört, dass ihr den Kindern nicht endlich mal lernt, wie man eigenständig, selbstständig arbeitet. Machen wir nicht. Wir machen, hier ist Pythagoras, hast du es kapiert? Schreiben wir die Schulaufgabe, hast du Noten, machen wir weiter. Und nach ungefähr 3 Monaten sagen die Kinder, Pythagoras, was war jetzt das? Also und dann stehst du da und sagst, ja, hey, hallo, das habe ich euch beigebracht, da hatten wir gute Noten. Weiß ich jetzt nicht mehr. Es lief ja wohl was schief. Und da, glaube ich, deine Frage ist, da müssen wir alle immer wieder das Thema diskutieren und sagen, auch in Bayern könnten wir Schule mal anders machen. Also das kann ich nur 100% unterstreichen, weil es ist ein gesellschaftspolitischer, also einfach ein gesellschaftlicher Wandel, der da erfolgen muss. Und ich meine, wir haben das Jahr 2020. Eigentlich ist es ja klar, also, oder ich formuliere es mal so, die Kompetenzen, die man in meinen Augen in der Zukunft braucht, sind doch, du musst selbstkritisch sein. Ich glaube, das ist total entscheidend. Du musst eine hohe Medienkompetenz haben, zu erkennen, nur weil irgendwas in diesem Internet steht, ist es nicht wahr, aber es kann aber auch wahr sein. Es ist immer so ein einfacher Satz, aber wir wissen alle, wie schnell man ein Sharepic, ein Bild, ein Video faken kann, also dieses kritische Denken. Man braucht soziale Kompetenz und man muss wissen, wie man aus dem Wust an Informationen das Entscheidende rausfiltert und daraus dann was bauen kann. Und da gebe ich absolut recht, dass unsere Schule ist schon noch ein bisschen unter dem Bild dieses Humboldtschen Ideals, ist ja auch auf der einen Seite irgendwie gut, wir sind stolz darauf und so, aber ich muss jetzt nicht mehr auswendig irgendwie jede Pflanzenart wissen, ich muss aber wissen zum Beispiel, welche App gibt's, welche ist auch gut, also wo steht das Wahre drin, dass ich das dann da vergleichen kann und dann daraus weiterarbeiten und was erkennen kann, und das wird Schule verändern, das wird den Unterricht verändern und das ist ein gesellschaftlicher Wandel. Das heißt, ich glaube, man muss das in Einzelgesprächen mit den Freundinnen und Freunden immer wieder debattieren, weil es ist ja meine persönliche These. Ich glaube, Bildungspolitik zu verändern ist deswegen so schwierig, weil wir alle in einem Bildungssystem waren. Und entweder fanden wir Schule total cool
Darum sagen wir, ja doch, wie es bei mir war, war es damals doch total super. Ich fand Frontalunterricht geil, ich kam damit gut zurecht. Easy, da sollen die nachfolgenden Generationen auch einfach durch. Oder man hatte irgendwie eine schlechte Schulzeit, aus welchen Gründen auch immer, und denkt sich eher so, um Gottes Willen, also so. Und da, glaube ich, muss man seinen eigenen Hut probieren abzusetzen und zu gucken, wie hat sich die Welt verändert und was brauchen wir jetzt für die Zukunft und nicht von dem eigenen Blickwinkel, aber es muss das Gymnasium sein, weil da war ich auch schon drauf, Druck, 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 sondern da, glaube ich, muss die Veränderung her. Wie wird es denn unter, also ich habe jetzt keine Kinder, aber wie wird es unter irgendwie den Eltern der Klassenkameradinnen und Kameraden, gibt es da manchmal unter Eltern so eine Debatte beim Elternabend oder Stammtisch oder so. Das ist ja, ich bin ja auch so eine untypische Mutter. Wie gesagt, wenn du halt Vollzeit arbeitest, kannst du nicht sagen, so Schatzilein, 15 Uhr, jetzt machen wir Hausaufgaben und weißt du, das ja. ist so, ich bin schon darauf angewiesen, dass die Schule einen gewissen Rahmen gibt und dass, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, dass das Kind auch irgendwie fertig ist. Also ich kann jetzt nicht um 18 Uhr anfangen. Das erfordert auch eine sehr hohe Flexibilität beim Arbeitgeber. Jetzt habe ich zum Glück einen wirklich sehr flexiblen Arbeitgeber. Aber der Alltag ist trotzdem anders. Weißt du, du fährst in die Arbeit, dann ist hier noch eine Besprechung. Oder? Also, wer hat schon einen 9-to-5-Job? Die wenigsten. Und ich merke da wirklich sehr, dass wir da als Familie an unsere Grenzen stoßen, wenn du abends nach Hause kommst und das Kind sagt, ja, irgendwie war das heute nichts. Und dann sagst du, gut, 19 Uhr, jetzt essen wir mal was. Danach gucken wir noch mal. Das ist echt hart. Ne? Und da denke ich auch, Schätzelein, dann drücke ich dich lieber, als dass ich dich um 19.30 Uhr noch knechte. Das geht nicht. Das will ich auch gar nicht. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, wenn man natürlich nicht ausreichend Lehrerinnen und Lehrer hat, die letztendlich, ich meine, das ist ja das ist eine Frage der Betreuung irgendwann. Und zwar nicht nur Betreuung im Sinne von, ich stelle die irgendwo ab und die sollen sich irgendwo beschäftigen und dann passe ich nur auf, dass da keiner Blödsinn macht, sondern wirklich sich um die Kinder kümmern. Und das sind ja Individuen. Da ist ja auch jedes Kind anders. Ne? Also muss ich natürlich auch unterschiedlich auf die Kinder eingehen können. Ne? Und dazu brauche ich aber entsprechende Kapazitäten. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo man sagt, da müssen wir weitermachen. Ich sehe bei dem Thema durch die Digitalisierung schon die Möglichkeit, auch viel, viel individueller auf einzelne Lernerfolge, auf einzelne Persönlichkeiten einzugehen. Nur müssen wir das auch systemisch denken. Und sagen, okay, wie schaffen wir denn? Du hast vorhin die Thema Inhalte angesprochen. Das eine ist Hardware, das andere ist Software sozusagen. Ne? Wie bringe ich bestimmte Inhalte rüber? Welche Inhalte packe ich noch zukünftig in Frontalunterricht? Und welche Inhalte packe ich in irgendwelche Video-Selbstlernsysteme, wo man sagt, die kannst du durchlaufen, kannst die Tests da drin machen und danach hast du dieses Wissen dir reingezogen. Da brauchst du gar keinen Lehrer mehr dafür. Wie bitte? Ja, möglicherweise für bestimmte. Für bestimmte Wissensinhalte, die kann man sich vielleicht selbstständig anschauen, kann die dann wissen, ohne dass dir der Lehrer das erzählt hat, kannst du das auch anschauen und kannst es dir anders reinsehen. Also es gibt einen Begriff dafür, der heißt Kompetenz. Ja. Kompetenz ist angewandtes Wissen. Ja. Also wenn du dir Wissen reinziehst, bin ich voll bei dir, dann kommt es jetzt aber schon noch drauf an, wie du dieses Wissen in handlungsorientierten Situationen, das ist jetzt die Pädagogin, anwendest, ist gleich Kompetenz. Ja. Und dazu braucht ein Zweitklässler oder auch ein Siebtklässler durchaus mal eine Beziehung und einen Dialog. Genau. Und das ist jetzt die Frage, deswegen habe ich den Satz nicht gehört von dir, dass wir da nicht Lehrer brauchen. Da brauchen wir definitiv Menschen, die dieses kritische Denken und die Reflexion darüber mit dir live gehen. Bin vollkommen bei dir. Das meine ich, aber ich meine, nein, mein Punkt, aber das war absolut, der natürlich mein Fehler, weil ich es nicht so rübergebracht habe. Mein Punkt ist, welchen Teil kann ich möglicherweise mit digitalen Möglichkeiten organisieren, ohne dass der Lehrer daneben stehen muss. Also warum muss ein Lehrer, ich sage jetzt mal ganz blöd, irgendwas aus dem Buch vorlesen? Nein. Das kann auch. Also, ja, und wenn er das nicht mehr machen muss, hat er möglicherweise mehr Zeit, um diese Kompetenz. Das ist halt die Frage, wann du jetzt in der Schule warst. Ich will jetzt nicht auf dein Alter anspielen. Ich wollte auch gerade sagen, also dass ihr schon mal sagen, was ist schon lang passiert? Verdammt lange her. Ja. Ja. Aber ich glaube, der Punkt ist doch genau, da ist, glaube ich, digital. Also ich persönlich glaube, dass wir, also es wird hoffentlich nie dazu kommen, und ich würde es auch für falsch halten, dass wir am Ende die digitale Schule haben, wo jedes Kind in der Früh um 8 den Computer anmacht und dann hört sie sich ein Video nach dem anderen an und dann ist das Schulbildung, weil das Miteinander, wenn wir über soziale Kompetenz und so reden, ist elementar. Aber ich glaube, die Digitalisierung kann unterstützen, weil Kinder in einer Klasse ja auch unterschiedlich schnell in manchen Bereichen bin. Ich bin vielleicht, keine Ahnung, in Geschichte interessiert mich das total, bin ich schon total weit, und in einem anderen Fach, in Englisch, brauche ich noch ein bisschen länger. Und da können ja dann digitale Apps oder Plattformen mich auf meinem Level abholen und ich kann da sozusagen weiterarbeiten, und mein Nachbar, der
der langsamer ist oder schneller ist als ich, ist dann vielleicht 5 Level weiter und die Lehrerin kann dann aber, wenn sie merkt, okay, irgendwie hier stockt es gerade, dahin und damit weiter arbeiten. Also ich glaube, dass diese hybride Verschränkung möglich ist. Und dafür brauchen wir entweder mehr Schülerinnen, weniger Schülerinnen und Schüler in der Klasse oder auch ein oder zwei Lehrerinnen und Lehrer in einer Klasse. Warum haben wir, also ich finde, da kann man auch mal neu denken, wenn wir einen individualisierten und ausdifferenziertere Gesellschaft, damit auch Kinder und Klassen haben, die mit unterschiedlich gefüllten Rucksäcken in die Schule kommen, übertragen und auch buchstäblich gemeint, vielleicht reicht da nicht eine Lehrkraft, vielleicht wäre das so ein Tandem oder so eine Teamlösung auch irgendwie ganz gut. Dann kann man mal die Klasse irgendwie teilen, sagen, gut, ich mache jetzt hier, merke ich, die Gruppe muss irgendwie noch mal ein bisschen tiefer rein, da kann ich schon eins weitergehen. Also ich, das würde ich mir vom Bildungssystem wünschen. Und da gibt es ja andere Länder, oder Skandinavien hat doch da ganz gute Vorbilder. Und vor allem könnten wir mal die Wirtschaft als Vorbild nehmen, weil du stellst ja jetzt auch nicht eine Mannschaft an von 45 Menschen und die produzieren alle zum gleichen Zeitpunkt das gleiche Ergebnis. So, du hast einen Stakeholder, der ist cool drauf, den hockst du da hin für die PR. Ich habe keine Ahnung, ich war nie ganz ein großes Manko der Lehrerinnen und Lehrer in dieser Welt. Also hast du für den spezifischen Portfolio und das macht der. Und der macht es richtig cool. Was der studiert hat, wo der herkommt, was der für Noten hat, spielt ja wahrscheinlich in dem Unternehmen dann nicht mehr groß die Rolle. Jetzt kommt aber das, was gerade erwähnt wurde. Ist denn das der Mama, sage ich jetzt mal so, oder natürlich auch dem Papa, recht, wenn die unterschiedlichen Rucksackkinder nicht zum gleichen Zeitpunkt auf dem gleichen Gipfel ankommen, die gleiche Probe schreiben, mit dem gleichen Bewertungsschlüssel bewertet werden und dann selbstverständlich scheinbar objektiv rückgemeldet kriegen, ob sie den Gipfel, also den Pythagoras, jetzt in der Anwendung verstanden haben. Das ist genau der Unterschied. Individuelles Lernen, Kinder individuell coachen, mit ihren Stärken und Schwächen wahrnehmen, abholen und begleiten. Oder wir müssen alle, ich hatte eine Schule geleitet, ungefähr 5, 6 Parallelklassen, die dritten Klassen, müssen alle am Donnerstag in der 4. Stunde die gleiche Probe schreiben, mit dem gleichen Bewertungsschlüssel. Die Lehrer müssen alle gleich korrigieren, die tauschen das auch noch aus, damit ja keiner sagen kann, oh, jetzt wäre er in der 3C gewesen, hätte er wahrscheinlich ein 2er gekriegt. Darum genau Noten abschaffen in der Grundschule. Individuelle Bewertungsbögen, diesen Druck, also ich, diesen Übergangsdruck wegmachen sozusagen und dann vielleicht die Leute lieber ein bisschen länger gemeinsam lernen lassen und diese Notensystematik würde ich mir mal locker. Ich springe dir da so bei, weil also Eltern sind ja auch manchmal echt Bestien, muss man einfach so sagen. Also weißt du, das ist ja unglaublich, was die für einen Druck auf ihre Kinder ausüben, wenn man um Gottes Willen, weißt du, das sind so kleine Zwuckes, wo man denkt, also zum Glück haben wir ein durchlässiges Bildungssystem, ich weiß, das ist nicht immer optimal, aber irgendwie habe ich es am eigenen Leib erfahren, in meiner Familie, das ist schon möglich. Also da müssen auch die Eltern mal ein bisschen runterkommen und sagen, nein, dann geht halt das Kind, keine Ahnung, auf die Realschule oder das ist ja alles okay. Also ich meine, das ist ja beim Job auch so. Also wenn ich ins Berufsleben starte, weiß ich, dass ich, wenn ich in der Rente ankomme, habe ich dazwischen garantiert mal ein paar Flanken gemacht, mal was anderes gemacht. Warum soll es meine Schullaufbahn nicht auch mal so sein? Aber das ist doch was Kulturelles und Gesellschaftliches. Da müssen wir den Diskurs doch gemeinsam führen und auch immer wieder führen. Also das ist, ich glaube, das ist eine Haltungsfrage und wie man darauf blickt, wie Zukunft und wie Gesellschaft funktionieren kann. Und natürlich sind Bewertungen und Noten vermeintlich einfacher, weil sie einem Struktur geben und eben diese harte und klare Bewertung, aber sie pressen einen halt auch in ein System, wo ich glaube, wo man in der jetzigen Gesellschaft, wo wir gerade vorhin festgestellt haben, vielleicht auch andere Kompetenzen sozusagen braucht. Und ich habe ein Menschenbild, dass ich davon überzeugt bin, dass jedes Kind, was in diese Schule geht, hat schon sehr, sehr viel in sich selber drin. Und eigentlich ist es ja Job der Schule, rauszukitzeln, werde ich die IT-Spezialistin oder werde ich der nächste Grundschullehrer oder werde ich irgendwann mal ein Start-up gründen und erfolgreiche CEO werden oder mache ich irgendwann einen Waldkindergarten auf, weil mir Pädagogik doch so liegt oder wäre ich Künstlerin und Künstler. Also das sollte, wenn ich jetzt in einer perfekten Welt und mir das frei entscheiden würde, finde, da sollte Schule einem das jeweils ermöglichen.
Aber die Noten abschaffen wir. Also die wollte ich auch nur zeigen. Noten abschaffen. Noten abschaffen würde ich jetzt auch nicht sagen. Definitiv nicht. Das ist schon ja irgendwo das Maß, wo ich mich sehe, aber vielleicht ist das auch ein bisschen ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Weil ich mich ja gerne auch irgendwo messe. Also ich messe mich auch. Ich hatte Vierer, Fünfer und Sechser. Ja, aber was bedeutet ein Vierer in Mathematik im Abitur? Was kann jetzt der? Was magst du als Mensch bei den Firmen? Ich will jetzt keine rausgreifen. Ja. Vierer in Mathe. Super, den nehme ich. Weil das brauche ich. Und Zweier in Englisch, weil da weiß ich auch genau, was. Kommt davon, was er macht. Wenn ich den als Oberbuchhalter einstellen würde, würde ich sagen, na, vielleicht ist er ausreichend in Mathe nicht unbedingt die Qualifikation, die ich brauche für jemanden, der bezahlen will. Der Einser ja. möglicherweise schon. Das sind ja, das möglicherweise. Ist ein, möglicherweise. Also dann so. Aber das ist aber auch die Qualität. Die Einstellung. Moment, die Einstellung so, wer stellt wann, warum ich Menschen einstelle für bestimmte Funktionen, werde ich als Unternehmer immer natürlich werde ich definieren, welche Skills sollte der haben. Was braucht der? Was brauche ich von dem? Richtig. Was muss der können? So. Und dafür versuche ich mir ein Bild zu machen. Wie magst das Bild du das? Ist einmal natürlich möglicherweise Zeugnisse, aber da lese ich vielleicht gar nicht so sehr die berufliche Qualifikation ab. Aber du wolltest bei den Noten vorher haben, gell? Ich bin bei, ich sag mal, Noten haben, ich komme darauf zurück, wenn ich das erklärt habe. Also die, ich versuche dann also zu bewerten, traue ich dem den Job zu, den er machen soll, nicht. Das versuche ich rauszukriegen. Ja. Aufgrund von Zeugnissen, weil ich mit dem rede, weil ich ihm vielleicht eine Testaufgabe stelle, versuche ich rauszukriegen, hat er die Qualifikation, die man haben muss. Ja. Da helfen mir Noten nur bedingt weiter. Keine Frage. So. Ganz klar. Aber wenn ich in der Schule bin und ich will mal wissen, wo stehe ich denn eigentlich, ist es vielleicht auch hilfreich, wenn mir einer sagt, du in der Probe, die du gemacht hast, da ist dann Vierer ausreichend, da ist noch Luft nach oben. Da und was machen wir dann mit dem dann, Vierer? Und jetzt kommt so weit. Mir geht es nicht so der. Ist die Hilfe, ist der, das Thema, dass Schüler noch nicht so gut sind in bestimmten Dingen oder noch nicht die ausreichende Qualifikation oder Kompetenz haben, ist es dann gut, wenn ich sage, ich schaffe die Prüfung der Kompetenz ab? Ich kenne gar nicht mehr, ob der Kompetenz ist, sondern ich muss die Kompetenz prüfen, muss stellen, Leute, ob das jetzt eine Note ist oder wie auch immer, egal. Ah, ich kann sagen, ob es eine Note ist oder nicht. So, wir wollten mal anstoßen, ob es eine Note ist oder nicht. Ich kenne das als Note. Wenn's dann, der Punkt ist, wichtig ist mir, dass ich, wenn ich jetzt feststelle, er hat einen Vierer und wenn er aber was werden will, dann braucht er vielleicht einen Zweier, dass ich jetzt die Schule in die Lage versetze, von den Kapazitäten, diesem Schüler mit dem Vierer weiterzuhelfen, damit er dann irgendwann mal bei der nächsten Prüfung einen Zweier bekommt. Absolut, das ist das Ziel. Was machen wir mit der Vier? Pack ein, nächstes Sachgebiet, weiter geht's. Genau, und das ist der Fehler. Wir müssen sagen, Vier, okay, da müssen wir nachlegen. Genau. So wie ich bei Mitarbeitern auch, wenn ich sage, der kann bestimmte Dinge nicht, muss er und er braucht die aber, dann muss ich ihn halt fortbilden. Freilich. Dann investiere ich da gegebenenfalls rein und genauso muss ich auch in die Kinder dann rein investieren. Ja? Und natürlich werde ich feststellen, ich werde nicht alle gleich hinkriegen. Also nee, das wird weil ja auch blöd. Ja? Da gibt es ja, so. Aber genau das, was du sagst, individuell auf die Kinder eingehen. Und unser Schulsystem, meiner Meinung nach, sage ich mal, wir haben so ein System, da haben wir 60-70%, die so mittelgut sind, die werden perfekt bedient. Die schlechter sind, haben ein Problem und die besser sind, übrigens auch. Die haben ein großes Problem, weil die laufen, die fallen nicht auf und dann läuft es immer gut. Deswegen spricht der Werner jetzt so einer war er. Ja, klar. War der beste Schüler ever. Das sind viele High Potentials, ich halte mich auch für einen relativ klugen Kopf. Ich hatte in vielen Fächern, wo es ums Lernen ging, saumäßig schlechte Noten. Weil, also, ich war in Sport super und in Latein immer miserabel. Latein hätte man was lernen müssen, ne? Hilft da nichts. Aber das, was du doch jetzt gerade beschrieben hast, bedeutet doch dann nicht, dass es in der Schule keine Bewertungen, keine Abfragen von dem Gelernten oder so gibt. Man kann das ja auch einfach anders formulieren. Man kann ja genau das, was du jetzt lang ausgeführt hast, kann man ja zusammenschreiben. Aber richtig ausgeführt. Kann man doch auch. Ein Sternchen. Ich wollte es gerade sagen. Kann man doch genau. Kann man doch dann auch genau so als Feedback dem Kind geben und dann eben als Lehrerin oder Lehrer da sozusagen dran weiter arbeiten. Aber ich würde das total unterschreiben, dieses Notensystem zementiert schon dieses für Eltern, für Kinder, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer. Jetzt haben wir das eine erreicht, hast irgendwie dich mit einer 3 durchgeschlagen, jetzt geht es sozusagen weiter. Aber es zwingt das ganze Ökosystem von Eltern, Kindern und Lehrerinnen und Lehrern nicht, sich damit eigentlich mal genauer zu beschäftigen. Was bedeutet denn die 3? Und wenn ihr zum Beispiel Eltern einen Schritt auch zurückbekommen würden, ja, okay, also hier der Anfang super, aber am Ende irgendwie verrechnen sich immer bei dem
plus minus, wie auch immer, dann kann man sich vielleicht auch eher sagen, na gut, das mache ich jetzt vielleicht am Wochenende auch mal irgendwas oder so. Also, aber Katja, du hast es ja gesagt, das ist Feedback. Eigentlich geht es ja ums Feedback, nicht nur den Stempel. Genau. Das hast du jetzt nur ums Feedback zu gucken. Weißt du, eigentlich bist du total fleißig, aber vielleicht hättest du noch ein bisschen üben sollen. Also, weißt du, das hilft mir doch weiter, aber nicht zu sehen, 4. Ja, was heißt denn 4? Bin ich doof? Bin ich faul? Oder hier ist kurz vor 5, wir müssen aufpassen, dass es keine 5 wird. Aber wisst ihr, was wir kriegen? Es gibt doch auch so 5er, die kassierst du, ne, und sagst, ja. Nicht stolz drauf. Nein, nicht stolz drauf. Ich habe bei meinen 5er immer gewusst, warum ich die kassiert habe, weil ich halt nichts gemacht habe. Also es war klares Feedback. Würde ich nochmal gerne aufstellen, was machen wir denn jetzt, um Schule zu verändern? Wie lange haben wir jetzt gebraucht, um an dem Punkt zu sein? Und in einem Interview heißt, wie wollen Sie die Schule reformieren? Ja. Da habe ich eine Minute, was soll ich da sagen? Wenn überhaupt. Da kann ich, das braucht Zeit. Ja, das braucht diese Diskussion in die Tiefe. Ja. Und auch mal dieses Reiben. Also ich war jetzt nicht gerade freundlich zu dir, aber ich glaube, wir kommen trotzdem gut zurecht. Also, dass du dann das so sagst, wie du es gesagt hast, wo du die Schleifen gedreht hast, wo man dazu, ach ja, das stimmt eigentlich. Feedback brauchen wir, ob wir die Note brauchen, wie packen wir das ein? Simone, du siehst ja in unserem Dialog, wie schnell man missverstanden wird. Ja, und dann musst du in die Tiefe gehen. Genau. Es geht nur mit schlauen Menschen und mit Zeit. Ja. Super, und beides haben wir hier am Tisch. Deswegen aber, jetzt muss ich mal einen kleinen Break machen, aber wenn es um schlaue Menschen geht, mich interessiert was anderes bei dir nochmal, was ich gelesen habe. Du hast was mit dem Obama zu tun. Ah ja, das interessiert mich jetzt natürlich auch, und da musst du ein bisschen was darüber erzählen. Okay, ich habe mich total gefreut. Ich bin Mitglied von der Obama Foundation. Die machen so ein Leaders Program auf jedem Kontinent. Haben in Afrika gestartet und jetzt eins für Europa aufgesetzt. Und da sind 34 Menschen ausgewählt worden aus ganz Europa. Und ich auch. Das freut mich sehr. Ein bisschen passt es zu dem, was wir gerade geredet haben. Die Obama Foundation hat so das Ziel, mit Führungskräften Leadership zu entwickeln in einer globalisierten, digitalen, sich schnell verändernden Welt, wertebasiert und eben Vernetzung, weil, was wir auch gesagt haben, in der heutigen Zeit ist es einfach nicht mehr so, dass eine Person alles wissen kann, alles entscheiden kann, sondern du musst kollaborieren, all diese ganzen schönen Dinge. Und da hat eben die Foundation so Programme für die einzelnen Kontinente aufgelegt. Und mich hat es deswegen so gefreut, weil 2008 beim ersten Obama-Wahlkampf habe ich Praktikum in Michigan gemacht bei der Democratic Party. Und da hat er mir auch mal die Hand gegeben. und es war so großartig. Seitdem nicht mehr gewaschen. Vorsicht, wir sind Corona-Zeit. Du hast deine Hände natürlich mehrfach gewaschen. Natürlich. Aber genau. Immer mit Handschuhen. Genau, und das hat mich sehr, sehr gefreut, weil der Mann einfach total faszinierend ist und er hat auch eine tolle Frau. Michelle Obama ist auch ganz großartig. Und wenn man jetzt nach USA guckt, vermisst man ihn, finde ich, noch eine Millionfach mehr. Und da freue ich mich jetzt sehr. Wie bist du denn da reingekommen? Also ich meine, haben die jeden Praktikanten genommen, der damals unterwegs war? Nein, vermutlich nicht. Also, muss ich ganz klar sagen. Wenn du möchtest. Nein, aber es würde mich interessieren, hast du die Kontakte weitergehalten und bist du sozusagen im Visier geblieben, sozusagen? Vermutlich auch durch deine politische Arbeit. Genau, die Obama Foundation hat das ist jetzt schon, glaube ich, über anderthalb Jahre her, das war kurz nach dem Bayerischen Landtagswahlkampf, ein Event in Berlin gemacht, wo sie verschiedene Young Leaders auch aus ganz Europa eingeladen hat. Und da war dann Obama selbst dort und man konnte dieses Town Hall-Format Frage-Antwort stellen. Und da bin ich irgendwie auf deren Verteiler gekommen und war dann da auch in Berlin. Und er hatte mich sogar ausgewählt, eine Frage zu stellen. Und mir ist dieses Typische passiert, was man so aus Filmen kennt. Er stand da so und meinte so, you, und was mache ich? Da war jemand hinter mir und ich so, er meint mich. Okay, dann darf ich meine Frage stellen. Genau, und dann kam eben die Nachfolge-E-Mail, dass es dieses Programm gibt, dass man sich bewerben kann und so weiter und so fort. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das jetzt mal. Und dann wurde ich ausgewählt. Großartig. Jetzt hat mich jetzt einfach noch interessiert. Mich hat es auch sehr gefreut. Was passiert da jetzt sozusagen? Was wird von dir erwartet? Oder was können wir dann sozusagen aus dieser Rolle des, wie nennt man das dann offiziell, ich habe schon eine Stimme gehört, die dann Obama-Girl, aber das ist ja nicht. Ja, also auch da hat Corona natürlich zugeschlagen. Das wäre eigentlich mit regelmäßigen Treffen gewesen. Das Auftakttreffen wäre in Rotterdam gewesen und jetzt machen wir das alles digital und es funktioniert auch. Das ist natürlich irgendwie schade, man hätte sich natürlich auch gerne getroffen, aber wir haben jetzt regelmäßig verschiedenste Sessions mit Speakers, natürlich
echt tolle, zum Beispiel Ben Rhodes, den kennen vielleicht einige, das war ja einer seiner engsten Berater, der ihn die ganzen Jahre begleitet hat, der war gleich beim Auftakt mal mit dabei und wir mussten schon verschiedene Essays schreiben, in Kleingruppen zusammenarbeiten, also es wird auch was von einem gefordert, aber das ist ja auch das, was Sinn macht und Spaß macht, wenn man herausgefordert wird. Jetzt holen wir kurz den Herrn Steinberg noch dazu. Also jetzt, du kommst gleich nochmal dazu. Grüß Sie. Herr Steinberg, der... Unsere strahlende Ministerin, also ich finde das immer toll. Ministerin, das ist okay. News hier. Herr Steinberg hat die Tata Schulze gerade zur Ministerin gemacht. Aber für welches Ressort? Herr Steinberg, für welches Ressort? Für welches Ressort hätten Sie es denn vorgesehen? Das sollte bei dem Ressort bleiben, da versteht sie ja was davon. Ja, aber sie ist ja noch gar nicht... Also das noch bin ich es nicht. Aber vielleicht bei der nächsten Wahl kann man es ändern, wenn viele Leute grün wählen. Kleiner Werbeblock. Ja, Sie haben jetzt das Ressort, welches Ressort ich mir wünschen würde. Ja. Natürlich bei dem. Ja, sie hat ja alle als Fraktionschefin. Ja, aber Innenpolitik mache ich. Also ich bin ursprünglich Innenpolitikerin. Und das erste Mal eine Frau als Innenministerin und dann auch noch in Bayern von den Grünen. Also darauf würde ich gerne mal antworten. Wieder will ich auf euch es könnte noch ein langer Weg sein. Aber jeder lange Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Habt ihr schon gute Themen? Wir haben gerade die ganze Thematik Schule. Mit der Simone Fleischmann und mit den anwesenden Frau Flemminger. Hallo. Ich habe einmal vorgestellt, haben wir gerade durchgesprochen. Total spannend, extrem viel, aber jetzt sind wir gerade bei Obama gelandet, weil, und jetzt muss das nochmal genau wiederholen, weil du hast es gefragt, wie nennt man dich jetzt ganz offiziell? Was ist dein offizieller Titel? Obama. Gibt's ja gar nicht. Ich heiße immer noch Katharina Schulze und ich bin jetzt Teil dieses Obama Leaders Programms. Okay, und was bringt dieses was macht das Leadership-Programm Besseres in der Welt oder für die Welt? Ja, also erstmal ist es eine Vernetzung von anderen Menschen, die in meinen Augen total spannende Dinge in ihren eigenen Ländern machen, von Umweltpolitik über Demokratierechte. Wir haben auch einen Kollegen aus Belarus dabei, was natürlich gerade im Moment, der ist ständig im Einsatz für die Demokratie. Also erstmal das ist, glaube ich, entscheidend, weil in einem vereinigten Europa enger zusammenzuarbeiten, über Bande zu spielen, ist, glaube ich, entscheidend. Dann natürlich persönliche Weiterentwicklung. Man lernt selber was, Stichwort lebenslanges Lernen. Was Besseres gibt es ja auch nicht. Und dann könnt ihr ja alle schauen, was sich daraus noch alles ergibt. Also wir bleiben dran am Ball. Genau. Aber jetzt möchte ich noch mal ganz kurz fragen, ist heute ein schöner Tag, Herr Steinberg? Ja, ist ein schöner Tag, Sie sehen es ja, die Sonne scheint. Aber natürlich ein bisschen mit traurigem Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Tochter hat, als sie vorhin, oder mein Sohn, als sie die Ansprache gehalten haben, kam ihm die Tränen. Weil es ist irgendwo schon für uns Münchner, wir dürfen das ja schon seit 40 Jahren machen, dass wir auf der Wiesn sind. Und wenn das plötzlich ausfällt und dann haben sie Gott sei Dank sehr, sehr viele treue Gäste, die halt heute jetzt hierher gekommen sind. Und irgendwo, man freut sich, dass man es überhaupt machen kann. Es hätte ja auch sein können, dass wir das auch gar nicht durchführen können, was wir jetzt durchführen. Das gilt ja nicht nur für mich, sondern für meine Kollegen hier in München auch. Aber irgendwo trauert man natürlich diesem Anzapfen. Das ist ja einfach etwas nach. Ne? Und die hatten vorhin einen sehr schönen Fototermin. Da waren alle Münchner Brauereien da, alle Münchner Wiesenwirte da. Mit den ganzen Brauereigespannen und das war natürlich schon bewegend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind froh, dass wir das machen können, dass wir ein bisschen Musik haben und dass viele Gäste gekommen sind. Aber man ist einfach traurig, dass das Ganze nicht stattfindet. Aber es sind ja nicht nur Wiesenwirte, wie wir sind, hier Wiesenwirte, sondern es gibt ja viele, viele andere Unternehmungen, Gastronomen und andere Branchen, die darunter leiden. Es ist einfach eine. Ja, München, der ist voller Scheißzeit. Also da nochmal der Appell, vielleicht nochmal zwischendurch auch an alle. Also diese AHA-Regeln, Abstand, Hygiene und Alltagsmasken oder Atemmasken, weiß ich jetzt. Alltagsmasken. Bitte nutzen und wirklich fleißig Hände waschen, weil schadet ja nichts. Also auch wenn es vielleicht nicht das wirklich die richtige ist, weiß ich ja auch nicht. Ich würde das noch um das C ergänzen und ladet euch halt auch die Corona-App runter. Ich glaube, das ist schon im Zweifelsfall eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich habe gestern mal gesagt, das ist schon fast asozial, wenn man es nicht drauf hat. Also insofern wäre das mein Appell. Und ich würde noch um das S ergänzen, nämlich Solidarität. Beim Laden um die Ecke einkaufen, ins Wirtshaus um die Ecke mal gehen oder sich die Sachen abholen. Nicht alle, also auch solche Sachen, weil es, wie Sie so sagen, es geht ja ganz vielen
ordentlich nahe, schon die ganzen letzten 6 Monate, und es wird ja noch eine Weile weitergehen, also dass wir auch einfach aufeinander achten, mal ein bisschen nachsichtiger vielleicht sind und gegenseitig solidarisch da durchkommen, weil ich glaube, nur so schaffen wir es. Wenn jeder nur an sich selber denkt, um irgendwie da durchzukommen, werden wir das nicht hinbekommen, und darum ist mir Solidarität immer noch ganz wichtig. Sie haben Corona-App, ja. Zum Essen, sag ich, United. United, genau. Zusammen. Super, ja. Nein, aber wenn wir das alles ein bisschen selber uns ein bisschen disziplinieren und nicht immer irgendwelchen unbedingt Freiheitswillen nachrennen, die vielleicht herbeigeholt sind, dann schaffen wir vielleicht nächstes Jahr wieder Oktoberfest. Wir hoffen es natürlich. Wir hoffen es alle. Kein Mensch weiß, wie weitergeht. Es sind ja viele erstmal schon drauf geworden. Klappt es mit Christkindlmarkt? Geht das überhaupt? Ja. Und dann kommen ja noch sehr, sehr viele Sachen im Frühjahr, Veranstaltungen. Was wir halt so sehr vermissen, das sind die Großveranstaltungen im Sommer. Ja. Das ist ja alles abgesagt worden. Das ist alles, die ganzen Weihnachtsfeiern, das ist alles interessant. Ja. Nicht nur bei uns, sondern bei den Kollegen natürlich auch. Das tut mir was, wenn wir natürlich schon. Ja. Überhaupt der ganze, das ganze gesellschaftliche Leben in München. Okay, aber man muss damit leben, und wir werden kämpfen, dass wir es durchstehen. Solidarität, United. Corona-App. Wir können noch ergänzen, man könnte natürlich auch noch so eine Prise Kreativität draufpacken in der Situation. Für den, also würde ich den Rat geben, einfach mal wirklich jedem, insbesondere auch den Unternehmern, aber eigentlich jedem den Rat geben, denk mal drüber nach, was passiert denn zukünftig? Wird die Welt, selbst wenn wir einen Impfstoff dann mal bestimmt irgendwann haben werden, wird die Welt dann eine sein wie vorher, oder wird die Welt ein Stück weit anders sein? Ich glaube, sie wird anders sein. Ja, ich weiß nicht, wir sind anders. Wir werden uns alle ein Stück weit ändern. Bin nicht sicher. Und weil wir uns ändern und weil sich die Welt ändern wird, wir werden alle nicht genau wissen, wie sie es ändert, gar keine Frage. Aber es werden Dinge sozusagen bleiben, an die wir uns gewöhnt haben, die vielleicht auch gut geworden sind. Ob jetzt Homeschooling oder Remote Work oder Homeoffice oder solche Themen werden möglicherweise bleiben, aber auch in anderen Dingen, auch für die Gastronomie oder für andere, für Schulen wird es anders sein als vorher. Und da jetzt kreativ drüber nachzudenken, auch für jeder für sich zu sagen, was bedeutet das für mich? Reicht es einfach nur ein bisschen zu sagen, oh, es geht alles wieder vorbei und danach wird alles wieder gut? Nein, ich empfehle, darüber nachzudenken, zu sagen, okay, möglicherweise muss der eine an sich auch ändern, sich beruflich neu orientieren, weil es vielleicht diesen Beruf in der Form nie wieder so geben wird wie vorher. Weißt du, das sind auch so die kleinen Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr so richtige Radler seid, aber es gibt nichts Cooleres, auf diesen Pop-Up-Fahrradwegen so in die Stadt rein zu cruisen. Ja. Auf so einer ganzen Fahrbahn. Und mir denkt, also das ist so cooler, sensationell. Okay. Das ist, da denke ich mir, wer auch immer diese Idee hatte, das die ist die Grünen. Sorry. Genau, und was ich an dem Beispiel so super finde, das ist für mich den Spirit, den wir gerade vorhin diskutiert haben, einfach mal ausprobieren. Man hat nicht ewig, die Stadtverwaltung unter Grün-Rot hat nicht ewig erstmal überlegt, ja, also können wir das, und dann müssen wir es ausmessen und vielleicht in 2 Jahren können wir da einen Radweg hinmachen, sondern man hat gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Und wird es angenommen? Funktioniert es, ja oder nein? Die Leute haben genau. Die Autofahrer sind verwundert, die Fahrradfahrer auch. Und auf einmal geht es. Funktioniert super, ja. Genau, auf einmal geht's. Gerne. Ich wollte also das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, so super funktioniert es nicht. Nee, aber also ich glaube, da haben wir schon viele Probleme auch damit besorgt. Aber interessant ist natürlich, interessanter Themenwechsel von der Bildung zum Thema Mobilität, New Mobility, dass das IFO-Institut, also nicht bekannt als grünes angestrichenes Wirtschaftsinstitut, sondern eher ein konservatives Haus, von sich aus sagt, wir brauchen sowas wie eine City-Maut, wäre für eine Stadt wie München von Vorteil. Also eine City-Maut innerhalb des Rings. Ja, natürlich sehr viele Wirtschaftstreibende, insbesondere auch die Geschäfte, der übliche Reflex geht gar nicht, weil dann kommen die Leute mit dem Auto, kaufen nichts mehr ein. Das IFO-Institut sagte, es wird eher positive wirtschaftliche Effekte haben. Und der wirtschaftliche Aspekt wäre eine City-Maut von Vorteil. Fand ich mal eine interessante Studie. Und ich freue mich auch auf Gespräche mit dem Institut. Also ich glaube auch, dass eine City-Maut, bin ich jetzt auch mehr oder weniger dabei, weil muss man natürlich schauen, wie wird das mit den Gesellschaftsschichten und wie schaffen die das alle, manche sind angewiesen, mit dem Auto zu fahren. Also da muss man halt natürlich die Regularien auch dafür sorgen, dass die öffentliche Verkehrsmittel funktionieren, dass die Parkhäuser kommen. Ich habe nichts dagegen. Ich wohne ein bisschen außerhalb von München. Ich würde nicht mit dem Auto immer hierher fahren. Ich würde auch mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn hierher fahren, wenn ich dort
wo ich einsteige, auch parken genau. kann. Ja. Aber da kann ich ja nicht parken. Ja. Absolut. Also das sind die Dinge, diese Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und auch dann kann natürlich der Einzelhandel mehr punkten, indem er Services anbietet, die vielleicht dann zusätzlich dir das Einkaufen erleichtern und bei den Päckchen schon bei der Parkgarage stehen. Ja. Und da muss man natürlich auch eine unbequeme Sache ansprechen, das ist das Thema Parken auf der Straße. Ja, wenn ich Pop-up oder generell Radwege haben will, aber ich will vielleicht auch Platz für Fußgänger haben und ich will vielleicht auch Platz für Lieferverkehr haben. Auch ganz wichtiges Thema, da werden wir immer wieder von Handwerkern angesprochen, dass es Parken in der Stadt für die Handwerker, die ja mal zu ihren Kunden einfach müssen und die können nicht einfach du kannst das Handwerker mit der S-Bahn fahren, weil du hast dein Werkzeug dabei und so. So, da brauchen wir Ladeparkflächen. Und ja, da muss ich ja sagen, wenn Autos reinfahren, dann genau, wenn dann wenige, deswegen macht es Sinn. Und ganz ehrlich, wir müssen intensiv darüber nachdenken, wie weit man sagt, selbst bis hin zum Anwohnerparken, und ich mache mich da jetzt nicht sehr beliebt mit dem Spruch, aber warum darf ich mein Auto quasi umsonst auf der Straße parken als Anwohner? Ne? Und jeder andere muss dafür einen Haufen Geld zahlen. Nein, ich glaube, wir müssen sagen, das muss auch deutlich reduziert werden. Wir brauchen auch mehr Parkhäuser für Anwohner oder die Autos bleiben gleich vor der Stadt, auch eine Möglichkeit. Also ich will niemandem das Auto verbieten, aber den knappen öffentlichen Raum zuzuparken, sodass wir dann keinen Platz mehr haben für Radler, für Fußgänger und für die Wirtschaft auch letztendlich. Das ist irgendwie eine Fehlsteuerung. Also ich finde ja super, dass ihr jetzt so schnell auch sozusagen das Thema Radwege umgesetzt habt. Ob jetzt für die Radwege oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber manchmal nervt es. Aber nicht, dass ihr trotzdem... Das Radwege nervt nicht, aber wie sich die auf den Weg benehmen, ja, das okay. nervt mich eben. Das ist ja auch die Tour raus, die kennen wir alle. Also das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sorry. Also diese schnelle Entscheidung, dass da was passiert ist, finde ich ja mega super. Man muss aber das Ganze natürlich schon noch ganzheitlicher dann durchdenken. Genau. Also ja, bitte schnelle Entscheidungen treffen, fällen, machen, finde ich super. Agil. Aber dann aber nicht stehen bleiben, genau. sondern dann sagen, weiterdenken, wie kann dann das Konzept ausschauen. Absolut, aber das ist in München, wird ja gerade auch im Rathaus ganz heiß diskutiert, weil da kann ich mich an dir anschließen. München ist eine super volle Stadt. Hier sind sehr, 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 sehr viele Menschen, weil es halt auch einfach eine großartige Stadt ist. Und ich glaube, wir müssen die nächste Zeit über die Verteilung des öffentlichen Raums sprechen. Und wer hat da Zugang und wer nicht? Ich meine, das hat doch die Corona-Krise auch gezeigt, wenn du eine große Wohnung hattest, vielleicht mit einem Balkon, dann war es schon leichter auszuhalten, wie wenn du eine kleine Wohnung Klar. ohne Balkon hattest. Das heißt, der öffentliche Raum, wenn dann der öffentliche Raum aber zugeparkt ist und es gibt nicht irgendwie einen Ort, wo ich mich hinsetzen kann. Bitte nicht böse sein. Ja, hat was zu tun. Andere Gäste. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass wir da sein dürfen. Bitte. Ab und zu vielleicht auch noch mal in irgendeiner Lokale hier in München, wenn wir bis Oktoberfest feiern. Alles Gute. Danke. Also ich glaube einfach, diese Verteilung des öffentlichen Raums in der Stadt wird die große Zukunftsfrage auch sein. Und da müssen genau die Rahmenbedingungen passen. Der öffentliche Personennahverkehr muss ausgebaut werden, Radelwege für die Fußgänger, vielleicht auch mal Plätze zum Verweilen, wo du dich mal irgendwie nett hinsetzen kannst. Das macht ja auch Lebensqualität. Und dann natürlich so Orgasachen, Handwerkerinnen und Handwerker, aber auch, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist und zum Beispiel zum Arzt muss. Also Taxis müssen in meinen Augen immer durchfahren können und all diese Dinge. Aber das wird noch eine heiße Debatte, aber wir sollten sie führen. Weißt, ich stelle mir gerade wieder diesen SUV vor, der über den inneren Ring brettert. Und da muss ich auch sagen, sorry, die Stadt ist nicht dafür gemacht. Ja. Absolut. Danke. Und leere Parkplätze. Ich hole dich im Fahrrad ab. Ja. Danke. Rikscha. Ja, mit den E-Bikes. Bei leeren Parkplätzen wäre ich ja schon wieder insofern kritisch, als ich sage, die Lehrer werden in der Regel jetzt zu viel zum Schleppen haben. Also können wahrscheinlich, also im Gegensatz zum Handwerker. Also wenn man das Thema digital, also sage ich mal, kann man darüber nachdenken, ob man auch möglicherweise da auch mit dem öffentlichen vielleicht oder mit dem Radl fährt. Machen eh viele Kollegen, glaube ich. Also wenn leerer Parkplätze würde ich nicht bei der Priorität ganz oben sehen. Liebe Simone. Lieber mehr Lehrer. Lieber mehr Lehrerinnen und Lehrer. Ja, ja, aber keine Parkplätze. Leerer Parkplätze sind sowieso immer gut für Schüler. Ah. Habe ich schon gesehen, also bei den Schulen. Meinst du leere Parkplätze? Nein, es gibt übrigens, ich bin ja, also ich habe, wer das Wohnmobilist. Und ich habe eins gelernt, es gibt natürlich schon unter den Sprachleuten den Tipp, wenn du irgendwo stehen willst, mal über Nacht, am Wochenende, leere Parkplätze sind in der Regel, wenn sie auch zugänglich sind, perfekt, weil da stört dich keiner, du kannst in Ruhe mal Nacht stehen, darfst du ja grundsätzlich auch, darfst du nicht campen, aber die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit ist also eine gute Option, auch mal sich, weil da störst du auch keinen am Wochenende. Nein, sind ja am Wochenende, tun die ja nichts.
In der Regel nicht in der Schule. Also die Parkplätze sind in der Regel am Wochenende frei. Da tust du kein weh. Du nimmst keinen Parkplatz weg, wenn du dir hinstellst. Also du hast ein gutes Verhältnis zur Schule, habe ich gerade festgestellt, wenn du freiwillig dort übernachten würdest. Noch besser sind übrigens Friedhöfe. Heute noch, wenn ich in meine Schule rein. Parkplätze an den Friedhöfen über Nacht sind in der Regel nicht frequentiert, kannst du immer in Ruhe stehen. Also sagst du mir mal gerne. Auch digital sterben will gelernt sein. Also das muss man, ist auch ist ein Thema, auch, was man auch ein Thema ist, digitales Sterben. Wenn du ablebst, du lebst ja digital weiter. Dann digital so, ja. Das macht wenn du nicht dafür nicht sozusagen keine Vorsorge getroffen hast, dass irgendjemand möglichst deinen Account löscht, wenn ich das Problem. Also ist auch ein Thema. Digitales Sterben. Ja, im Moment wäre es rechtlich noch, glaube ich, ist nicht geregelt zum Beispiel. Dass irgendjemand sozusagen auf deine digitalen Accounts dann zugreifen könnte, um die zu löschen oder auch was auch immer. Auf Facebook machen. Hast du den digitalen Nachlass verwaltet. Ja. Hat aber wahrscheinlich kaum einen. Kennt das jeder? Das ist ja die Frage. Also das müssen wir auch schon. Das sind auch Themen, die... Hätte ich jetzt bloß das Wort Friedhof nicht... Was? Hätte ich bloß das Wort Friedhof jetzt ja, genau. Sterben wir. Nein, das wollen wir ja gar nicht. Das über die... Digitalisierung haben wir jetzt eigentlich gar nicht gesprochen heute. Transformation. Doch, haben wir schon. Ja, doch. Ich habe gesagt, wir brauchen... Blick auf die Schule. Wir haben die Mobilität leicht geplatzt natürlich. Aber was ist denn... Was mich jetzt interessiert, wenn wir jetzt so eine Entscheidung ihr jetzt im Landtag, diskutiert er alles immer schön, und wann wird denn dann mal Butter bei den Fischen? Wann trifft dann eine Entscheidung ein? Naja, das ist ja schon das Großartige an Demokratie, finde ich. Wir debattieren hart und in der Sache, in den Ausschüssen. Wir können auch Expertinnen und Experten einladen. Davon bin ich immer ein großer Fan. Einfach auch die Praxis in den Landtag zu holen und über bestimmte Themen dort zu diskutieren. Und dann kommt's im Plenum, also in der großen Vollversammlung, zum Schwur. Da entscheiden wir über Gesetze, über Anträge. Und darum bin ich ja auch so eine glühende Verfechterin dieser Demokratie, weil dort in diesem Plenarsaal im Bayerischen Landtag, gar nicht weit weg von hier, wo wir gerade sitzen, dort werden die Rahmenrichtlinien von unserem Leben definiert und entschieden. Und darum ist es da total entscheidend, was dort besprochen wird, genauso wie im Stadtrat und genauso wie im Bundestag. Und ich weiß, manche jammern immer, und der sagt ja auch, manches könnte schneller gehen, aber dass man per se, dass wir in einem System leben, wo nicht einfach nur per Order die Mufti jemand sagt, wir machen es jetzt so oder so, tut, glaube ich, unserer Gesellschaft schon sehr, sehr gut. Und darum, bringe ich vielleicht noch den nächsten Downer hier rein, aber ich glaube, es ist schon unser Job, als Gesellschaft insgesamt dafür zu sorgen, dass unsere Demokratie stabil bleibt. Weil ich sehe das mit Sorge, wie die auch angegriffen wird von verschiedenen Seiten, wie auch das Netz mit dem ganzen Hass, mit dem ganzen Falschaussagen, Fake News und Co. auch Debatte verändert, manchmal auch schwieriger macht und auch ehrlich gesagt Leute davon abhält, sich politisch zu engagieren. Wir hatten ja jetzt erst Kommunalwahl in Bayern und ich hatte einige Leute am Telefon, die so gesagt haben, ja, eigentlich würden sie gerne fürs Kommunalparlament kandidieren, aber wenn sie so gucken, was da im Netz manchmal abgeht, wenn sie vielleicht mal was falsch sagen, was ja mal passieren kann, oder wenn sie mal vielleicht die Rede nicht 110% halten oder wenn sich die Rechtsextremen zusammenrotten und auf die Person losgehen, das will ich nicht. Ich habe Kinder, ich habe eine Family, also es waren oft halt auch Frauen, weil die werden ja nochmal ganz anders angegangen, total sexistisch und so. Und das macht mir total die große Sorge, weil wenn Leute, die eigentlich so wichtig für unser demokratisches System wären, da nicht mehr mitmachen aus Angst oder auch einfach Stress oder weil es ihnen zu viel ist, dann haben wir, glaube ich, als Gesamtgesellschaft ein Problem, weil ich will ja, dass möglichst viele mitdiskutieren, damit wir gute Lösungen bekommen. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich würde nur gerne noch neben den Rechtsextremen auch die Linksextremen mit reinnehmen. Weil was da teilweise auch an Shitstorm losgetreten wird, wenn von zu bestimmten Äußerungen, finde ich genauso schlimm. Also wir sollten Extremismus von jeglicher Seite verurteilen. Also da gibt es einfach aber wissenschaftliche Studien, dass über 2/3 der Attacken, der Kommentare, der organisierten Aktionen von Rechtspopulisten bzw. Rechtsextremisten gesteuert werden. Ich suche die Studie raus, wir haben unsere Nummern, schick sie dir zu. Das bedeutet nicht, dass es andere nicht auch schlimm ist, aber ich bin ein bisschen müde. Also der Kampf gegen Rechtsextremismus und für unsere Demokratie ist der Grund, warum ich angefangen habe, Politik zu machen. Und ich bin sehr, sehr müde, weil wir gefühlt immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wie Halle oder Hanau, sind alle ganz, ganz betroffen und sagen nie wieder, das darf nicht passieren. Oh, dieser Rassismus, ganz, ganz schlimm.
Und dann geht es wieder so sozusagen aus meiner Sicht gefühlt weiter. Und auch dort fehlen Programme für mehr Demokratie in der Schule und außerhalb. Mehr Forschung in dem Bereich. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass die Demokratinnen und Demokraten, die ja mehr sind, das Internet in dem Fall noch nicht so richtig verstanden haben. Also wir sind nicht so kampagnenfähig, dass wir da mal dagegen halten, dass wir selber irgendwie Themen setzen. Und das kann diese Gruppe schon sehr gut. Und ich hatte schon einige Shitstorm im Netz. Ich bin mittlerweile wirklich abgebrüht. Aber wenn das erste Mal auf dich einprasselt, ey, es geht dir so nah. Weil wenn du im Minutentakt liest, wie scheiße du bist, wie vergewaltigt du gehörst. Ich wollte gerade sagen, so, als Frau hat das wirklich nochmal diesen zusätzlichen Aspekt. Das ist Horror. Ja, aber den Aspekt... Wie du betonst, ist mir egal, ob das von links oder rechts kommt. Sowas darf nicht passieren und wir müssen das auch ganz klar viel stärker nachverfolgen. Also wenn Dinge, ich glaube, wir brauchen auch tatsächlich die Kenntnis darüber, was ist denn eine Filterbubble, wie funktioniert sie und wie funktionieren soziale Netzwerke, wie steuern sie unsere selbst unsere Meinungen und Haltung. Dazu ist viel zu wenig Wissen da. Ich weiß nicht, wie breit es in der Lehrerschaft vorhanden ist. Du hast das Thema Medienkompetenz angesprochen vorher. Bin ich vollkommen bei dir. Und zwar Medienkompetenz im Sinne von nicht, wie benutze ich ein Tablet, sondern Medienkompetenz ist, wie funktionieren die Dinge, die dahinter laufen. Wie funktionieren Algorithmen, die bestimmen, welche Posts du angezeigt bekommst und welche Posts du eben nicht angezeigt bekommst. Wie sind die Algorithmen, die dich steuern und dafür sorgen, dass du, wenn du dein Facebook aufmachst, nur Nachrichten kriegst, die dich möglichst wie eine Droge in das System reinziehen, die nicht mit Nachrichten konfrontieren, die dich möglicherweise irgendwie ärgern könnten. Damit wirst du gar nicht erst konfrontiert. Wenn man das nicht weiß, vertraut man möglicherweise auch das, was bei Facebook und bei allen diesen Social-Media-Kanälen, Facebook stellvertretend für diese Kanäle, mit dir gemacht wird. Und das ist Medienkompetenz. Da müssen wir auch mal rein. Das ist halt auch eine neue Kompetenz, die wir ja dringend fordern, dass die Kinder das auch im schulischen Setting lernen, weil viele es ja zu Hause nicht mitkriegen oder auch Eltern haben, die da auch nicht so firm sind oder die Zeit haben. Das ist zum Beispiel on top. Und wenn du was on top setzt, da hätte ich noch ein paar so Themen, die wir on top gesetzt kriegen. Die Demokratiepädagogik wäre nicht schlecht, wenn junge Menschen irgendwie verstehen, dass es gar nicht so schlecht ist, eine Demokratie zu haben und was man dazu tun könnte, die aufrechtzuerhalten. Auch on top. Dann fette Kinder sollen nicht fett sein. Also machen wir bitte auch noch Gesundheitserziehung. Radlfahren machen wir auch in der Grundschule, damit man ordentlich sich auf den neuen Fahrradwegen bewegen kann. Das sind lauter so On-Top-Themen und da, wenn ich jetzt nicht mehr weiterrede, ich weiß, du wirst zum Ende kommen, dann ist es die Diskussion in die Richtung, was soll denn Schule alles leisten? Wenn wir dann weiterhin bestehen auf Mathe, Deutsch und Englisch, Physik, Chemie, Geschichte und so weiter, dann wird es eng. Ja. Und deswegen ist so ein Nachdenken über, was ist denn Schule von morgen, jetzt wieder, denke mal an die Frage zurück, was können wir tun, weil das ist genau die richtige. Dann in solchen Diskussionen sagen, ja, ich will. Ich will nicht, dass einer links- und rechtsorientiert ist, im Sinne von einfach draufhauen und den anderen verletzen und ohne Respekt miteinander umgehen, sondern ich will, dass er sich demokratisch ordentlich in die Gesellschaft einbringt. Ja, ich weiß nicht, wie das heute an der Schule gelehrt wird. Thema Politik. Gelehrt gar nicht. Gelebt wäre schön. Gelebt wäre schön, aber ich meine jetzt speziell Politik. Also ich meine, du hast zu Recht erkannt, dass das bei mir schon länger her ist, aber dann musst du... Oh Mann, dann komm, jetzt Nein, alles gut. Aber da haben wir halt Dinge gelernt, wie viele Sitze hat der Bundestag, was ist der Bundestag, was ist der Bundesrat und da muss man wissen, wie viele Sitze und was... Es gibt jetzt Schülerparlamente, wo du das lebst, was du gerade sagst, genau. In der Schule. Ja. Und dann hat jeder Schüler eine Meinung und der geht zur Schulleiterin. Machen das alle Schulen? Viele. Als Schulleiterin hatte ich den schärfsten Gegenwind von den Schülern. Sie haben letzte Woche in der Schulvorstandssitzung versprochen, wir kriegen einen Kicker, der ist heute noch nicht da. Da musst du dich dann mal warm anziehen und sagen, oh ja, stimmt, was habe ich jetzt? Ah ja, Kinder, ich habe schon bestellt, ist noch nicht geliefert worden. Das ist dann so, wenn die Minister vor das Parlament treten müssen. Und dann. Und das leben die in der Schule, insofern wollte ich da gleich rein, dass die miteinander diskutieren, dass du die zum Bürgermeister schickst und sagst, wenn sie jetzt nicht endlich was machen, dass wir stabiles Internet haben, dann können wir alles nicht lernen, was sie wollen, dass wir lernen. Da schickst du natürlich dann die Schüler hin, immer gescheiter, wenn die selber leben. Das wäre dieses Demokratie-Leben. Das kannst du aber nur, wenn du Mathe, Deutsch und Englisch mal ein bisschen beiseite schiebst. Ja, wenn es deine Schule anbietet, wenn ich das richtig verstanden habe, bieten es viele, machen es viele, aber halt nicht alle. Ja. Und das ist schon wieder, sagen wir, Bildungsgerechtigkeit, sage ich mal, ganz ehrlich. Die Kinder, es sollten alle Kinder in den Genuss kommen, Politik zu verstehen. Klar. Auch einen Einblick zu bekommen, wie das funktioniert. Politik ist manchmal, kann ich auch sagen, manchmal auch ein Scheißgeschäft auf gut Deutsch. Ja? Also man wird dann auch angefeindet. Es klappen nicht alle Dinge immer so, wie man sich das vorstellt. Aber die Politik bestimmt ganz viel von dem, was
du sagtest die Rahmenbedingungen, das ist genau der Punkt. Und meiner Meinung nach sind viel zu wenig Leute, viel zu wenig Menschen tatsächlich politisch aktiv und politisch interessiert. Institutionalisiert ist es in Bayern im Vergleich zu den anderen Bundesländern am schlechtesten. Ja. Wir haben die wenigsten Stunden in allen Schularten für eben genau dieses Tool. Ja. Und das ist auch ein Beispiel. Da gibt es jedes Jahr von uns Grünen im Landtag genau dazu einen Antrag, wird immer abgelehnt mit der Begründung, es ist bei uns alles super, Bastschau genau so passt. Und ich meine, die Entwicklung zeigt doch gerade, dass es eben nicht gut genug ist und dass wir da in die Schule stärker investieren müssen. Aber, und das ist mir wichtig, auch in die außerschulische Bildung, weil dieses Bild, dass diese jungen Leute, denen müssen wir jetzt erstmal Demokratie beibringen, weil die das ja gar nicht so checken. Also wenn ich mir die undemokratischen Kommentare und Hasspostings und so angucke, ist das eine ganz eindeutige andere Altersgruppe. Das heißt, da möchte ich immer eine Lanze für diese jungen Leute schlagen, weil da gibt es auch ganz viele, die das auch schon mit sich selber oder als Peergroup sozusagen gelernt haben, aber auch dieses Thema außerschulische Bildung und wie dankbar wir eigentlich sein können, dass wir schon seit so vielen Jahren in Frieden und in Freiheit und in der Demokratie leben dürfen. Da habe ich manchmal das Gefühl, das haben manche vergessen. Und ich finde, das sollte man wieder auffrischen. Definitiv. Das ist auch fast schon das tolle Schlusswort. Wir haben schon wieder das Ende geschafft, sozusagen. Engagiert euch, kann man das natürlich so zusammenfassen, glaube ich, was wir als Botschaft auch gerne heute raustragen. Macht mit, egal wo auch immer, engagiert euch für die Demokratie, für die Schule natürlich, für die Bildung, für die Kinder, für die, auch für uns Alte und Dicke wie mich. Und auch in Andi-Kommentar. Ja. Ja, und folgt, ich meine, heute haben wir ganz viel natürlich über Bildung gesprochen, hat mich jetzt nicht überrascht bei dem Kreis. Wir haben jetzt die nächsten Digi-Wiesen andere Gäste, Lerner. Immer bunte Mischung. Und deswegen werden wir natürlich ganz verschiedenste Themen diskutieren. Vielleicht kommen wir wieder zur Bildung zurück, vielleicht sagen wir das und jedes Stärke. Also bleibt uns gewogen. Ich mal ein Joachim, das Wort. Joachim, der soll noch ein Schlusswort sagen. Ja, also ich freue mich für die Digi-Wiesen, dass wir wirklich mit unseren digitalen Möglichkeiten, angefangen von Datenleitungen, Routern, Firewalls, Rechenzentren, die nächsten Tage und Wochen sehr produktiv und businessmäßig gut vernetzt weitermachen können. Auch wenn das Oktoberfest in echt nicht stattfinden kann, können wir dann doch so eine virtuelle Oktoberfeststimmung wirklich projizieren und darauf freue ich mich schon die nächsten Tage. Und die Norris-Wiesen war einmal schön. Ja, und dann fragen wir doch mal, gehen wir mal das Wort noch nach Berlin und nach Hamburg kurz. Fangen wir mal mit Hamburg an. Ist da ein bisschen Wiesenstimmung in Hamburg angekommen? Ja, extrem viel Power. Also gerade die Frauen, die sind da ja, also Andi hat immer gegengehalten, aber die Frauen, da war echte Power. Ich habe es auch schon entsprechend Power Genau. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das heute so ein buntes Thema war. Die Hierarchielosigkeit, die Gesellschaft da draußen, die Schule, die digitale Bildung und so weiter. Also alles Themen, die mich auch wahnsinnig interessieren und in Hamburg natürlich genauso wichtig sind. Also Prost und eine wunderbare Zeit auf den Digi-Wiesen. Danke dir, Ulrike. Dann schalten wir noch kurz nach Berlin zu unserem Kasten. Ja, schöne, ein herzliches Servus nach München. Ich bin schon ein bisschen in die Stimmung gekommen, aber war ich ja vorher auch, weil wir den Empfang in Berlin vorbereiten. Werner, ich freue mich drauf, damit das alles klappt. Und wenn Carola beim nächsten Mal im Bild ist, würde ich mich noch besonders freuen. Oh. Oh. Ja, hallo. Kriegen wir hin. Du bist ja weggerutscht, als der Steinberg kam. Ja. Der Herr Steinberg. Aber jetzt kriegen wir hin, aber danke für den Hinweis. Also in Berlin ist auch ein bisschen Wiesenstimmung angekommen, in Hamburg. Ich weiß nicht, was wir sonst zugeschaltet haben, ich sehe nicht alles. Aber wunderbar. Ich darf mal ganz kurz vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und für dieses Engagement. Dankeschön. Das kann ich so mit dem Radl gut transportieren. Ja. Ganz unerkannt durch München. Genau. Das ist dein zweites Fahrrad. Als für dich. Oh, darf ich das nehmen? Dankeschön. Ja, Essen. Das ist halt meine Woche. Da wird man ja richtig nackig. Wir schicken ja auch noch eins nach Hamburg. Ganz herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Danke, dass ihr den Auftakt nicht gemacht habt. Auch wenn es, ich sage mal, für uns auch eine Premiere war und da bist du noch nicht alles so gut.
Pampa und vor allem da unten habe ich die Brotzeitplatte. Leider ein bisschen verhungert. Aber wir kriegen schon nur eine, glaube ich, jetzt. Das krieg ich, aber das machen wir gut für die Linie. Ohne Kamera. Für meine sowieso, genau. Das war halt der Diät-Teller sozusagen. Also, ganz herzlichen Dank. Servus, ciao. Genau, nächste Runde morgen 11.30 Uhr, oder? Morgen 11.30 Uhr. Wer kommt? Der Thomas Sattelberger kommt. Oh. Oh, ja. Ich bin noch mal dabei. Wenn ich noch mal dabei sein, ja.